es losgeht. Und zwar haben wir hier es mit, bei WH Selfinvest, es mit derivativen Finanzprodukten zu tun, nämlich CFDs, Forex-Optionen, Zertifikate, Aktien und Futures sind solche gehebelten Finanzinstrumente, die Kursveränderungen unterliegen mit erheblichen Verlustrisiken, die ihre Kontoeinlage überschreiten und unbegrenzt sein können. Diese Produkte sind somit auch nicht für alle Investoren geeignet, weshalb sie sich bitte unbedingt mit den Risiken und Spezifikationen vertraut machen müssen. Jeder Anleger sollte sorgfältig, eventuell auch unter Einschaltung externer Berater, prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Gewinne, die sie in der Vergangenheit oder in einer Testplattform gemacht haben, garantieren selbstverständlich keine Gewinne in der Zukunft. Und dieses Webinar dient ausschließlich ihrer Information, stellt keine Anlageberatung dar und ist auch keine Aufforderung, Geschäfte dieser Art im eigenen Namen zu tätigen, auch nicht stillschweigend. Wenn Sie das machen, können Sie das gerne tun, aber natürlich auf eigene, unter eigenem Namen natürlich auch und unter dem auf eigenes Risiko. So, das haben wir also auch geklärt. Ja, dann können wir auch so langsam loslegen, weil ich glaube, technisch sieht das hier auch alles sehr, sehr gut aus, weil ich sehe hier gerade, dass auch die ganzen Leute in unserem Webinarraum jetzt hier freigeschaltet sind, tonmäßig. Das sollte also alles funktionieren. Sehr gut. Und der Erdal nimmt auch schon Platz, wie ich sehe. Wunderbar. Dann hole ich ihn auch gleich mal rein. Also ich freue mich sehr, Erdal Cene heute als Gast begrüßen zu dürfen. Er hat ja lange Jahre an der Frankfurter Wertpapierbörse gearbeitet, war da als Makler tätig, hat dort also das Ganze wirklich von der Pike auf im professionellen Bereich gelernt, hat dann ein Buch geschrieben. Professioneller Börsenhandel heißt es und ja, damit ist er dann sozusagen in Deutschland super bekannt geworden und ist heute auch aus der Trader-Szene gar nicht mehr wegzudenken und insofern immer wieder ein gern gesehener und regelmäßiger Gast bei uns hier in den Webinaren. Freue mich sehr, dass er heute auch wieder Zeit für uns hat, um uns genau diesen professionellen Börsenhandel näher zu bringen und zu erklären. Insofern, ja, einen schönen guten Abend, Erdal Cene. Hallo Erdal. Kannst du mich hören? Ja, ich habe Ja, dich klar. aber eben kam vom System. Die Stummschaltung ist aufgehoben. Was immer du da gesagt hast, das habe ich nicht gehört, Stefan. Ach so, okay, alles klar. Ich habe dich gerade vorgestellt und habe erzählt, dass du schon auch in der Frankfurter Wertpapierbörse als Makler tätig warst, ein Buch geschrieben Ja. hast und dann Ja. dadurch praktisch bekannt geworden bist, auch in Deutschland. So mal grob. Gut. Ja. Wie hast du das jetzt gemacht? Können die Teilnehmer dieses Webinars mich jetzt sehen Die könnte ich jetzt sehen, und hören? ja, genau. Also man sieht und Sehen, hört dich. technisch? Wunderbar. Und ich gebe dir jetzt Okay. noch den Bildschirm, sodass du dann deine Dinge da auch zeigen kannst. Ja, okay, warte Weil mal, du da bist muss jetzt ich nämlich, du vorher. bist jetzt im Vollbild zu sehen, ne? Okay, das ist gut so. Oh, hier kommt schon gleich ein Und. ganz dickes Lob für dich. Der Klaus Dieter sagt, das beste Buch, was ich gelesen habe. Na süße, das ist doch schon mal was. Okay, so jetzt, warte mal. Wie mache ich denn das ganz groß? Ja, mache ich das ganz groß, Ja, soweit das ich sieht es doch schon kann. mal gut aus, jawohl. Sieht man nicht, man sieht nicht den Hintergrund von mir, gell? Man Man, sieht hoffentlich. doch, man sieht jetzt den Desktop praktisch und du bist auf der linken Seite dann als Ausschnitt zu sehen. Ah, okay, dann müssen wir das anders machen. Warte mal, weil einfach da, warte mal. Okay, so. Weil jetzt sieht man immer noch einfach so Word. Nee. Ja, Einfach jetzt, nur. jetzt, ja, Ja. jetzt ist Word, ja, alles klar. Jetzt. Okay. Ist mal eine kleine Verzögerung auch drin, deswegen. Genau. Okay. Ja, dann wollen wir dann loslegen? Sind die Genau. genügend? Ja, Ja, wir können okay. loslegen. Ja. Ja. Loslegen. Okay, wunderbar. Ja, dann auch von meiner Seite aus erstmal herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ein bisschen kurzfristig anberaumt. Das lag an mir, nicht an DS. Hat persönliche Gründe bei mir. Ich habe mir überlegt, mit Ihnen heute mal durchzugehen, und zwar, was sind die wichtigsten Trading-Fehler? Ich habe da Erfahrung, jetzt einmal durch meine Börsentätigkeit, wo man immer wieder sieht, was machen die Leute. Der Stefan, jetzt von Seiten des Brokers, hat da auch Erfahrungsreservoir, Erfahrungsschatz, wo er Absolut. einfach sieht, ja.
Ja, war einfach, ja, die haben einen Überblick, Einblick in die Konten. Ja, und dann sehen sie halt, was machen die Leute regelmäßig immer wieder an Fehlern. Was machen die Leute regelmäßig immer wieder an Fehlern. Ja. Und also eine Generation nach der anderen. Ich habe, wie gesagt, 20 Punkte mir notiert. Ja. Das ist jetzt kein Anspruch irgendwie auf Vollständigkeit, einfach was überlebt, Brainstorming. Ja. Und ich fange mit dem meines Erachtens Wichtigsten an. Ja. Das Wichtigste ist, dass die Teilnehmer, ach so, vom Ablauf her, ich halte meinen Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte. Und dann werden wir dann nach dem Webinar am Ende dann auf die Fragen eingehen, sofern es reingeht. Was der Stefan beantworten kann, beantwortet er. Und was eben Genau. an mich adressiert ist, dann das machen wir dann nachher, dass es einfach so in einem Fluss, in einem durchrutschen kann. Vielleicht auch Ja. als kleinen Hinweis, wenn wir es zeitlich auch nicht mehr schaffen, alle Fragen zu beantworten, dann werden wir das irgendwie im Nachgang per E-Mail oder so versuchen. Ja, also das ist nichts, dass da was untergeht noch. So, ich denke, der allerwichtigste Trading-Fehler ist, dass die Trading-Novizen keinen Stop setzen. Ja? Keinen Stop setzen. Dass sie keine Stop-Strategien kennen. Ja? Es gibt insgesamt 13 Stop-Arten, Stop-Strategien. Ich meine jetzt mit Art nicht, wie sie es technisch umsetzen. Ja? Also 13 verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit Stops wofür sorge. Wofür sorge. Vielen Leuten ist die Funktion von Stops überhaupt gar nicht bekannt. Wer kennt das von Ihnen, dass Sie einen Trade eröffnen, der Trade läuft für Sie, Sie liegen im Gewinn und auf einmal, schwuppdiwupp, werden die Finger selbstständig, Sie machen die Position zu. Und entweder kurze Zeit später, am Tagesende, nach einer Woche, nach einem Monat, je nachdem, in welcher Fristigkeit Sie unterwegs waren, sagen Sie, das darf doch nicht wahr sein. Sie haben ohne Not, ohne Grund, einfach so, ja, eine schön für Sie laufende Gewinnposition geschlossen. Und dann sehen Sie ex post im Nachgang, ja, das wäre das Doppelte, Dreifache, Fünffache, Zehnfache, Zwanzigfache gewesen. Wer von Ihnen kennt das? Stefan, gib mir Feedback, Ja, was da so ich geb kommt. dir Feedback, aber wir können auch Folgendes machen. Sie haben da bei sich im Panel so eine Hand und da können Sie mal draufklicken und dann kann ich hier sehen, wie viele Leute hier raufklicken und dann haben wir so einen kurzen Überblick mal, wer das genau kennt. Also vielleicht einfach mal auf diese Hand drauf Also wer kennt das, klicken. dass Sie eine Position haben, im Gewinn liegen, diese Gewinn ohne einen Grund, einfach so, just for fun, oder Sie wissen nicht warum, ja, da ist die Angst, diesen kleinen Gewinn zu verlieren. Sie realisieren den Gewinn, machen den Gewinn zu und ex post sehen Sie, Gott, warum habe ich das nur zugemacht? Ja, Sie hätten einfach ein Vielfaches angehen. Wer kennt das von Ihnen? Also wir haben hier, ist bekannt wie wahr, Knopf ist gedrückt, kennt doch jeder, schon öfters so gehandelt. Und bei Okay, dem gut. Handzeichen habe ich jetzt ungefähr so 30% der Anwesenden, die 30 doch Prozent. diese Hand gedrückt haben. Ja. Okay, aber das sind wenige, Das ist das mir auch zu kennt diese wenig. die, Das ist mir auch zu die wenig. Problematik jeder von Ihnen. Okay, wer kennt die andere Seite, dass Sie einen Trade eröffnen? Dieser Trade ist im Verlust und Sie merken das, Sie spüren das, ja, das wird nichts, das ist einfach das ist ein Rohrkrepierer. Ja, und statt die Position zuzumachen, ja, den kleinen, schnellen Gewinn zu realisieren, sitzen Sie da und warten und warten und warten und ex post im Nachgang sagen Sie, warum habe ich da nur gewartet? Das war doch ganz klar. Ja, wer kennt das von Ihnen? Auf die Diese Schnelle. Nur mit Variante kenne ich Handzeichen. am besten. Mache ich fast jedes Okay. Mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. So sieht's aus. Hoffnung. Okay. So, also auch das, wenn wir jetzt physisch wären, wenn es jetzt ein Vortrag wäre, dann werden ganz viele Hände bei beiden Mit Fällen Sicherheit. oben. So, und das ist dann die Funktion von Stops. Viele Trading-Anfänger machen sich keine Gedanken darüber, ja, was ist die Struktur von Stops? Ja, was sollen Stops sicherstellen? Stops haben als allererstes mal, natürlich, wenn ich das in die Runde reinfrage, da wird gesagt, Kapitalerhalt, Gewinnsicherung, Verlustbegrenzung, ja, aber das kommt alles später. Die primäre Funktion von Stops ist die Sicherstellung, dass sie emotional stabil sind.
Die primäre Funktion von Stops ist, dass sie im Lot sind, dass sie keine hässliche Nummer machen, dass sie nicht eine Ego-Nummer machen, ja, dass sie funktionieren, dass sie handlungsfähig sind, dass sie emotional so in der Mitte sind, dass sie eben, ja, dafür sorgen können, dass der Stopp dahin gehört, wo er hingehört. Ja, das eine, also die erste Funktion ist eine rein individuelle Funktion. Ja, auf der individuellen Funktion, auf meiner persönlichen Ebene, da geht es darum, da muss der Stopp sicherstellen, dass ich funktioniere, dass ich emotional stabil bin. Weil nur wenn ich emotional stabil bin, kommt alles andere. Ja, wenn ich emotional aus dem Lot bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich irrational handle. Ja, dass ich angstgeleitet handle, dass ich aus dem Affekt heraus handle, dass ich ad hoc handle, dass ich ohnmächtig werde, dass ich eine Ego-Nummer mache, dass ich aus Zorn, aus Wut, ja, aus kurzfristigem, ja, blindem Aktionismus irgendwas mache. Okay, so, das ist die primäre Funktion auf der Ebene selbst, ich selbst, ja, die Sicherstellung der emotionalen Stabilität. Dann natürlich Kapitalerhalt, und bei der Kapitalerhalt ist es eben erst einmal Verlustbegrenzung und dann Gewinnsicherung. Ja, so. Und das Ganze, Verlustbegrenzung, Gewinnsicherung, Kapitalerhalt, das definieren Sie, indem Sie sich hinsetzen und sagen, was ist meine Schuhgröße? Oder andersherum gesagt, was ist mein Wohlfühlverlust? Ja, mit welchem Verlust fühle ich mich wohl? Ja, was ist für mich einfach fein? Ich habe gerade heute von Mailverkehr gehabt mit jemandem, hat er die Resultate gezeigt, ganz viele Trades, da waren beispielsweise 150 Euro, 80 Euro, 70 Euro, 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro Gewinn, da manchmal auch Verluste in der entsprechenden Höhe, und dann hatte dieser in seiner Excel-Tabelle mal 8.000 Euro minus, 4.000 Euro minus, 3.000 Euro minus, ja, so, und da stimmen die Relationen einfach nicht. Kein Gewinn, ja, also sein höchster Gewinn war nicht annähernd so hoch wie sein höchster Verlust. Ja, so. Das wäre nicht passiert, wenn dieser angehende Händler einfach sich hingesetzt hätte und sich überlegt hätte, was ist meine Schuhgröße? Ja? Also was ist die Verlusthöhe, die ich gut verkraften kann, ja? Die mich nicht umhaut, die mich nicht wegnockt, ja? Die dafür sorgt, dass ich morgen mich wieder hinsetzen kann. Okay. Noch zu dem Punkt Stops. Ja? Also ich glaube, der wichtigste Tradingfehler, wenn ich das nochmal granulieren sollte, der wichtigste Tradingfehler besagt, warum kommen ganz viele Leute in den Handel hinein, sind kurz da, verbrennen ihr Kapital und sind weg. Ja? Weil sie sich nicht genügend Lernzeit geben. Ja? Die Zeit zum Lernen kostet, wenn sie eben das, was sie an Geld haben, um zu lernen, wenn sie das eben durch eine Unregulierung, durch eine Nichtfestlegung von Stops, ja, dass die Verluste zu schnell zu hoch werden, dann schaffen sie es nicht, dann sind sie einfach nach einem halben Jahr ihr Geld weg und sie müssen aus dem Markt austreten. Dass keine Stops gesetzt werden, dass ungenügend Stopp-Strategien bekannt sind, ja, dass die Funktion von Stops nicht bekannt ist, ja, das ist so eine Ebene. Dann gibt es, das ist auf der Ebene sich selbst was vormachen, dass jemand hingeht und sagt, ja, ich arbeite zwar mit Stops, ja, aber das sind sogenannte Schattenstops oder Alibi-Stops. Also sie legen ihr Stop rein bei 100. Kurz bevor der Stop getriggert wird, was machen sie? Sie nehmen den Stop raus und setzen es 3 Etagen tiefer, ja, auf 90. Kurz bevor der Stop wieder bei 90 getriggert wird, so, das ist dann von der Funktion. Wenn sie anfangen, mit einem Stop einmal zu spielen, ja, dann ist das von der Funktion wie, dass sie gar keinen Stopp haben. So, wer von Ihnen kennt das, dass er sagt, okay, das ist hier mein zentraler, mein wichtigster Tradingfehler, ja, von den Teilnehmern? Einfach mal Hand heben oder was dazu schreiben, dass der Stefan mal Feedback gibt. Stefan? Stefan, kommt da was? Stefan ist nicht da oder keine Ahnung, ich höre jetzt von ihm nichts, dann mache ich weiter.
Entschuldigung, Entschuldigung, Okay. ich bin hier. Entschuldigung, Nicht gehen. ich habe gerade hier geredet wie verrückt und hatte aber das Mikrofon stumm. Sorry. Also einfach mal auf das Ah. Handzeichen nochmal klicken, bitte. Da können Sie jederzeit draufklicken. Das ist an diesem Zusatzfenster, was an der Webinar-Software hängt, und zwar das zweite Icon von unten. Ja, also wenn Sie da einfach mal raufklicken, dann sehe ich das hier nämlich besser. Und hier kommt jetzt ich. Ja, kennt man. Das sind meine individuellen Trailing-Stops. Ist mir schon öfters passiert, ist bekannt. Nein, der Stopp soll die Idee schützen, nicht das Geld. Oft, ich habe das Problem, dass der Take-Profit immer so weit entfernt ist, dass der Markt vorher wieder abdreht, auch bei einem CRV von Okay, 1 zu 1 und so weiter. Ja? das lag. Okay, also ich gehe jetzt nochmal da drauf. Ich bin immer noch bei dem ersten Punkt von 20. Ja, so, ich glaube, dass der zentrale Block, der zentrale Fehler im Trading darin besteht, am Anfang, für Leute, die am Anfang sind. Ja, das ändert sich. Eben nicht die Funktion von Stops zu kennen, ohne Stops zu arbeiten, keine Stop-Strategien zu kennen. Ja? Und wenn Sie dann mit Stops arbeiten, an den Stops rumzuspielen, und zwar immer Risikoerweiterung. Die erste Funktion von Stops ist auf der persönlichen Ebene. Ja? Da geht es um Sicherstellung, emotionale Stabilität, Kapitalerhalt, Festlegung eines Wohlfühlverlust-Stoppes. Ja, das hört sich paradox an. Eine Stoppgröße, eine Verlustgröße, mit der ich mich wohlfühle. Die zweite Ebene, ja, der zweite große Punkt, Funktion von Stops, die zweite Funktion, hat jetzt nichts mehr mit mir zu tun, nichts mit meinem Konto zu tun. Ja, der eine sagt, er kann nur 50 Euro riskieren, hier trade, der andere sagt, er kann 100 Euro, der andere sagt 1000 Euro. Die zweite Funktion von Stops ist rein auf der Marktebene. Ja, und das setzt voraus, dass Sie sich was überlegen, dass Sie eine Annahme treffen zu einem Trade, ja, Hypothesengerüst, das sind meine Annahmen, so. Und der Stop muss jetzt dafür sorgen, dass solange die Annahmen für den Trade gültig sind, dass Sie so lange in dem Trade drin bleiben. Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, der Stop muss dafür sorgen, dass Sie aus der Position rauskommen in dem Moment, wo die Annahmen für den Trade nicht mehr gültig sind. Ja, Exit. Okay? Sie treffen. Das setzt natürlich voraus, dass Sie irgendwelche Annahmen getroffen haben. Wenn Sie einfach einen Trade eröffnen, weil Sie irgendwas gehört haben, weil Sie irgendwas, ja, also wenn es nicht fundiert ist, ja, wenn da wirklich kein Hypothesengerüst, ja, dass Sie Informationen aufgenommen haben, bewertet haben, priorisiert haben, gewichtet haben, dann zu einer Entscheidung geführt haben und sagen, die Entscheidung ist, ich gehe long, ich gehe short oder ich mache nichts. Ja? Wenn Sie long oder short gegangen sind, dann haben Sie eine Annahme. So. Also, solange die Annahmen gültig sind, muss der Stop dafür sorgen, dass Sie in dem Trade drin bleiben. Ja? Viele Leute ziehen den Stop zu früh nach, ja? Schließen eine Position, obwohl die Annahmen für den Trade absolut gültig sind. Umgekehrt, ja, die Annahme für den Trade ist nicht mehr gegeben. Sie müssten die Position sofort schließen, ja, unverzüglich schließen, statt das zu machen, ja, Ohnmacht, abwarten, hoffen, beten. Okay? Die dritte Funktion von Stops, das ist eine Synthese von 1 und 2, da schauen, dass Sie nur Trades eingehen, ja, wo das potenzielle Gewinn, das potenzielle Gewinnniveau, ja, Ihren Einsatz, das, was Sie für diesen Trade riskieren, rechtfertigt. Ja? Also mein Einsatz für den Trade, ich muss ja, wenn ich einen Trade eröffne, eine bestimmte Summe, das ist mein Risiko, auf den Tisch legen. Okay? So, und diese Summe, dieser Geldbetrag, der muss in einem angemessenen Verhältnis dazu stehen, zu dem, was ich aus dem Trade verdienen möchte. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Es ist keine schlaue Strategie, langfristig hinzugehen und zu sagen, ich riskiere 1000 Euro. Ja, also mein Risiko, je Trade ist 1000 Euro, aber ich mache bei 50 Euro Gewinn bereits den Trade zu. Ja, damit werden Sie all along einfach Verlust erleiden. Okay, kurze Zusammenfassung. Der wichtigste Trading-Fehler meines Erachtens ist, dass keine Stops gesetzt werden, dass zu wenig handwerkliches Wissen in Bezug auf Stopp-Strategien, ja, es gibt 13 verschiedene Ansätze, ja, und dass die Funktion von Stops, nämlich auf der persönlichen Ebene, Sicherstellung der emotionalen Stabilität, ja, die Festlegung eines Wohlfühlverlustes, dann auf der Marktebene, ja, muss der Stop sicherstellen, dass ich in einem Trade drin bleibe, solange die Annahmen gültig sind und das Exit, Positionsexit ab dem Moment,
wo die Annahmen gebrochen sind und ein gescheites CRV. Okay. So, der zweitwichtigste Trading-Fehler hängt damit zusammen, ja. Das ist nämlich, wenn Sie keine Annahmen haben für den Trade, also wenn Sie nicht wissen, wo ich einfach diese Position zu schließen habe, ja, dann, ja, die Mutter aller Verluste, die Mutter aller großen Verluste ist einfach sinnlos aus dem Prinzip Hoffnung in den Verlust hinein zu verbilligen. Ja, wenn Sie von vornherein sagen, ich möchte drei Kontrakte kaufen, ja, drei Kontrakte. Und wenn diese drei Kontrakte dann voll sind, dann bin ich auf der Seitenlinie. Das ist in Ordnung. Ja? Das ist nicht in den Verlust in der Pyramidieren. Ja? Das nicht verbilligen. Das ist ganz bewusst einskalieren. So. Wer von Ihnen kennt das, dass Sie herbe Verluste eingefahren haben, weil Sie ursprünglich eine Position aufgemacht haben, die ist in den Verlust gelaufen, statt die zuzumachen, haben Sie, und zwar die Überlegung daraus, die Überlegung ist, wenn ich jetzt was nachkaufe, dann senke ich meinen Einsteinskurs. Ich senke meinen Durchschnittskurs. Also muss der Preis, muss der Kurs nur viel weniger steigen, nur schon bin ich im Gewinn. So, wer kennt das? Wer kennt das von Ihnen? Stefan, guck mal Ja, ich gucke bitte. noch mal rein hier. Habe ich mir abgewöhnt, kommt hier vom Andreas. Klar. Helmut sagt klar. Aber weitere Kommentare noch? Okay, Kennen schon, mache dann ich sagen wir doch aber mal ein nicht bisschen. mehr. Einmal ganz am Beginn, ich kenne das auch, klar, früher, aber ein lahmer Gaul wird kein Rennen gewinnen. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Konto wirklich auf Null setzen, dass Sie das Konto pulverisieren, ist sehr hoch, wenn Sie ohne Sinn, ohne Verstand in den Verlust hinein verbilligen, und zwar bis einfach, ja, bis Sie nicht mehr können. Wenn Sie diese Strategie verfolgen, ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn Sie lange genug dabei sind, wird irgendwann einfach die Abrissbirne Sie ereilen. Ja, das mitnehmen. So. Ich würde ganz kurz Ihnen hier mal die Risk Engine vorstellen. Ich habe hier ein Kapital von 10.000 Euro. Sehen Sie hier? Dann sage ich hier ein R von 1. Also ich riskiere maximal 1%. Maximal 1%. Ja? Maximal 1% von diesen 10.000. Meine Trefferquote ist 50. Ich mache mal 51%. Ja? So. Und mein Payoff, das ist die durchschnittlichen Gewinne geteilt durch die durchschnittlichen Verluste. Auch das ist alles, also alles jetzt keine ganz, 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 ganz eher zu Ungunsten. Ja? Also ein Händler, der eine gescheite Schulung hinter sich hat, der wird bessere Performance, der hat bessere Performance, eine bessere Trefferquote und besseren Payoff. Ja? Jetzt schauen Sie bitte, die entscheidende Größe ist einmal dieses maximale Drawdown und hier dann, was kommt da raus? Ja, das geht jetzt über 1000 Trades, über 1000 Trades, und ich mache das jetzt mal hoch. Ich fange mal an mit 100%. Es gibt Leute, die mit jedem Trade ihr komplettes Geld einsetzen. Jetzt einfach auf F9. So, naja, Sie sehen, ja, 10.000, es geht einfach. Sie haben 10 Mal hintereinander, also ja, das Kapital, also wann immer ich mache, ja, wer 100% einsetzt, wann immer, das Geld ist weg. Klar, wenn Sie immer einsetzen, 100%, das Geld ist weg. So, jetzt gehen wir mal auf 50%, was dann rauskommt. Ja, auch dann, wenn jemand immer 50%, schauen Sie, Sie haben zwischendrin auch schöne Anstiege, mal auf 14, auf 16, aber ja, das Geld, maximale Drawdown ist 100%. Sie haben hier 8 Mal in Folge, ja, Sie sehen es. Ja, so, gehen wir mal runter, vielleicht auf 10%. So. Jetzt ist hier wichtig, mein maximaler Drawdown sind 98%. Ja, also das heißt, von einem erreichten Niveau fällt der Kurs um 98%, fällt Ihr Depot um 98%. Die maximale Anzahl an Verlusttrades ist 14. Ja, 14, dass ich 14 mal hintereinander ausgestoppt werde. Ja, und ich habe immer 10% von dem übrig gebliebenen eininvestiert. So, Resultate 94%, 99%, 100%. Also Sie sehen, auch das ist viel zu hoch. So, jetzt gehe ich mal von hier von 10% auf 1%. So, jetzt schauen Sie.
Die Resultate sind jetzt hier relativ beschaulich, ja, 7%. Ich habe mein maximaler Drawdown sind 30%. Ich habe nur noch 8 Trades maximal an hintereinander, die verlustig stehen. Ja, dann habe ich mal, das geht über 1000 Spiele, also 1000 Trades. Das ist so eine verkleinerte Monte Carlo Simulation. Ja, Zufall, je nachdem, was in dem Jahr ist. Und natürlich, ich halte mich genau da dran. Ja, so 21%, mal 17%, mal 9%, mal 5%, mal 57%. Ja, wichtig ist hier, schauen Sie, Sie sind hier dieses Peace of Mind, ja, mal 36%. So, wenn ich jetzt hier noch weiter runtergehe, dann gehen wir auf 0,5. Was geschieht dann? 0,5. So, ich habe jetzt 15%, Neuspiel, mal 8% minus 23, 7, ja. Aber Sie sehen, es kommt hier, jetzt gehe ich hier auf 0,1. 0,1. So, jetzt mache ich verschiedene. Schauen Sie, 4% gemacht in dem einen Jahr, mein maximaler Drawdown 3%, hier einmal minus 1, maximaler Drawdown 5,3. So, jetzt, Sie sehen, das ist hier einfach, das sorgt dafür, dass der Händler im Spiel bleibt, dass Sie einfach Erfahrung sammeln können. Jetzt gehen wir mal dahin, dass ein Händler vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr lang hier Erfahrungen sammeln konnte. Ja, er hat hier nicht viel, für, also sein maximaler Drawdown mal 3%. Per Saldo hat er nichts verdient, auch nichts verloren. So, jetzt, aber Lernkurve ist angestiegen, seine Trefferquote ist auf 60% gestiegen. 60%. So, jetzt schauen Sie mal. Ich mache ein Spiel. Ja, maximaler Drawdown 1%, er hat 28% verdient. Neues Spiel, 1%, maximaler 21%. Ja, so, Sie sehen, er kommt hier nie in Bedrängnis. Er kommt hier nie in Bedrängnis. Ja, so, und das wird von den Leuten regelmäßig einfach, ja. Okay, jetzt gehe ich, mache noch 1,1, nach einem Jahr sind Sie vielleicht bei 1,1, ja. Was dann rauskommt? 28, ja, Sie haben hier fast wie eine gerade Linie. Ja. So, jetzt gehe ich noch, vielleicht nach einem zweiten Jahr sind Sie vielleicht hier angekommen bei, sagen wir mal, 65% und 1,2%. So, jetzt schauen Sie mal. 51%, 60%, 7%, ja, also nicht rechts oben diese Zahl ist beeindruckend, sondern hier dieser maximale Drawdown 0,6. Schauen Sie mal, was da Ja. rauskommt. Ah, okay, jetzt ist er wieder Ja, da. 300%. Ja, du warst gerade kurz weg, Erdal. Das Bild war gerade eingefroren, aber jetzt bist du wieder da. Alles gut, wunderbar. Ah, okay. War ich auch vom Hören her weg? Du warst auch vom Hören her weg, einen Moment lang, aber der Bildschirm ist immer noch eingefroren. Das ist ganz merkwürdig. Also dich sieht man jetzt eingefroren. Okay, ja, mich kann man ja ruhig angefroren sehen. Wichtig ist, dass man die Ah, ja, Excel-Tabelle. deine Excel-Tabelle geht noch, ja. Da funktioniert alles. Okay. Ja, also, und vom Hören her auch in Ordnung, ja? Jetzt wieder alles okay, alles gut. Okay, gut. Also schauen Sie, ich habe jetzt mal so vielleicht jemand, der nach einem Jahr bei 65% Trefferquote, Payoff ist 1,2, ja, sowas einfach rauskommt. Ja? Ja. Und das Beeindruckende ist hier, ja, das ist das, was dafür sorgt, dass er im Spiel bleibt. Maximaler Drawdown 2,5. Bitte beachten Sie, wenn Sie aus einem Konto von 10.000 Euro, wenn Sie das runterschrubben auf 5.000, ja, also 50% Verlust, dann müssen Sie 100% gewinnen, damit Sie auf Ausgangsniveau sind. Ja, okay, so, das ist angekommen. So, und dieses in den Verlust hinein verbilligen, in den Verlust hinein verbilligen, das ist einfach, das ist in der Regel wirklich tödlich. Ja, so, ganz wichtig, was auch unterschätzt wird von Anfängern, von Leuten, die das Handeln lernen wollen, der Umgang mit einer Verlustserie. Ja, also Sie können alles richtig gemacht haben, richtig entschieden haben, Sie handeln sauber, ja, nach Struktur, nach Logik, Sie gehen long. Ja. Stellen Sie bitte Folgendes vor, es ist grün, Sie geben Gas und es crasht und Sie müssen zahlen. Und Sie können nicht dem Gericht sagen, der Börse sagen, aber es war doch grün, ich hab doch recht gehabt. Ja, es war grün und trotzdem kommt es an der Börse vor, dass Sie alles richtig gemacht haben, es war grün, Sie haben gewartet, dann wurde es grün, Sie haben Gas gegeben, es hat gecrasht und dann haben Sie eine Kleinigkeit bezahlt. So. Und dieser Umgang mit einer Verlustserie, ja, in der Regel schaffen Trading-Novizen das nicht, die machen daraus ganz schnell eine persönliche Nummer oder die einen verfallen in Angst,
ziehen sich von der Börse weg, trauen sich nicht mehr. Andere machen dann eine aggressive Nummer draus, dass sie sehr stark viel zu große Positionen dann machen, erst recht dann dagegen halten und dann einfach irrational werden. Ja? Okay, so. Speziell, wenn sich der Verlust sehr schnell ereignet, ja, also wenn sich sehr schnell ein sehr großer Verlust ereignet, sich bei Ihnen einstellt, dass bei Ihnen so ein Gedanke durchgeht, durchwandert, das ganz, ganz zart, oh, ich kann mir, der Verlust ist so groß, ich kann mir diesen Verlust eigentlich gar nicht leisten. Schauen Sie, ob die Annahmen für den Trade noch gegeben sind. Wenn die Annahmen für den Trade nicht mehr gegeben sind, schließen Sie die Position. Ja. Wer von Ihnen kennt das, dass Sie gesagt haben, ich kann mir den Loss gar nicht leisten und nachher haben Sie geschaut, hätte ich da damals noch zugemacht, da waren von meinen 10.000 Euro immer noch 8.000 da, jetzt sind nur noch 3.000 da, nur noch 1.000 da. Wer kennt sowas? Ja? Dass Sie so das Gefühl hatten, ja, das ist ja keine Reflexion. Ein Gefühl, ja, das Gefühl herrscht vor, so schneller Loss, so großer Loss, ich kann das gar nicht leisten. Ja, wer kennt das von Ihnen? Und dann haben Sie im Nachgang gesehen, Mensch, hätte ich den nur mal zugemacht, jetzt ist es viel heftiger geworden. Ja, schreiben Sie vielleicht einfach mal So ein Ja in den Fragen-Chat, dann kann ich das schneller sehen. Also ich, ja. Oh ja, da kommen jetzt einige Ja's. Also bestimmt schon. 10, Ja, gut. 15 Stück jetzt. Ja, ich kenne das. Okay. Ja. Okay, gut. Ja, Ja, ist das ist bekannt. gut. Okay. Wunderbar. Ja, das ist gut. Okay. So, der dritte Punkt ist, dass Teilnehmer oftmals in den Markt reinkommen und nicht wissen, was ist zielführend. Ja? Also, wenn ich dann Leute frage, sind sie erfolgreich? Manche sagen dann, ja, so ein bisschen. Sage ich, okay, was ist denn ihr Setup? Was ist ihre Beute? Ja? Wann greifen sie an? Schultern zucken. Wissen Sie nicht. Wenn Leute sagen, ja, nee, sie sind nicht erfolgreich, sie sind entweder irgendwie leicht an der Null oder sie sind irgendwie negativ, sage ich, okay, was ist denn das Gemeinsame? Was ist das Gemeinsame ihrer Verluste? Was ist die DNA ihrer Verluste? Ja, also welche Trades, welcher Ansatz von Ihnen führt regelmäßig, ja, in den Verlust? Ja? Da kommt ganz oft einfach, es fehlt ein strukturiertes, logisches, in sich geschlossenes System. Ja? Die Leute können oftmals nicht sagen, welcher ihrer Trades für die Gewinne verantwortlich sind, welcher ihrer Ansätze mehrheitlich Gewinne bringen, welcher ihrer Ansätze eher, ja, nichts bringen oder eben Verluste bringen. Ja? Das fehlt. Und dann ist es ganz oftmals so ein Schrauben. Mal wird hier was gedoktert, dann wird hier was gedoktert, dann wird hier was. Aber dieses, so eine strukturierte Durchgehen, ein strukturierter Plan, ja, ansetzen. Ja, sprich, da komme ich auch nachher drauf. Das ist dann die Überleitung zum vierten Punkt. Oftmals fehlt den Leuten eine Handelsstrategie. Ja, eine Handelsstrategie, sprich ein festes Regelwerk, ja, wo sie im Vorfeld bereits die Sachen, die Sie ereilen können am Markt. Die Sachen, wo der Markt von Ihnen Entscheidungen haben wird. Wo der Markt Sie daraufhin überprüfen wird, ob Sie sturmfest sind. Ja? So, die sind einfach nicht durchgedacht. Dann sind Sie draußen im Trade und dann entweder paralysiert, emotionalisiert, ja? Also nicht rational. Und dann öffnen Sie, dann reagieren Sie eben, ja, ad hoc, blind, aggressiv, ohnmächtig, ängstlich, aus Affekt heraus. Ja. Ganz viele Leute gehen an die Börse und haben keine Handelsstrategie, haben kein Regelwerk. Oder sie haben etwas, aber das verdient nicht die Bezeichnung eines Regelwerkes, einer Handelsstrategie. Also es ist keine Handelsstrategie, ja, ich habe hier zwei Moving Averages, wenn der kleine über dem großen ist, gehe ich long oder short. Ja, so, frag doch mal bitte, weil ich möchte Sie fragen und auch bitten, es ist ja anonym, ehrlich zu sein, wer von Ihnen hat gehandelt, ohne eine Handelsstrategie zu haben? Ich frage nicht, wer jetzt eine hat, aber wer von Ihnen kennt das, dass Sie getradet haben, ohne eine Handelsstrategie zu haben? Ja? Ich Sie oft und schreiben, der Stefan. ich kenne ich gut, ja, kenne ich, ja, ich, ja, habe ich gemacht. Ja, viel zu lange, das war mein Start ganz am Anfang immer wieder.
Genau, Natürlich. so, natürlich. So, und Sie sehen, also Sie sehen diese Einlassungen, das ist nicht eine Einzelheit, das ist, ja, ich weiß nicht, warum das, also ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Annahme kommen, dass Sie denken, dass man, weil Sie ein Konto öffnen können, weil Sie ja, Laptop, Monitor, Sie können die Buy-Taste, Sie können die Sell-Taste drücken, Handel ist mehr als nur ein Konto öffnen, Buy-Taste und Sell-Taste drücken. Ja, also Sie unterschätzen da die Gegenseite, Sie unterschätzen da einfach die Leute, was da für eine Intelligenz, ja, also an der Börse, was da die Gegenseite einfach. Ja, so. Und Sie überschätzen natürlich auch sich selbst, wenn Sie einfach denken, ich gehe jetzt einfach mal rein und öffne ein Konto und drücke Buy und Sell und dann werden die Gewinne einfach sich einstellen. Das tun Sie nicht. Es kann sein, dass das mal kurzfristig zufällig geschieht. Solche Gewinne sind Zufallsgewinne und wenn dann der Markt in eine andere Phase kommt, ja, so wenn der Markt im Fast-Market-Modus ist, ja, wo sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, dann werden sie dann wieder vom Wert geschmissen. Dann ist das geliehene Geld, die geliehenen Gewinne, die sie gemacht haben, die Zufallsgewinne, ganz schnell auch wieder weg. In meinen Seminaren, ich halte Seminare, ich habe in jedem Seminar mindestens einen Teilnehmer, mindestens einen, ja, der zu neuen Marktzeiten sechsstellig, manchmal sogar siebenstellig gewesen ist, ja, aber nur ganz wenige haben es geschafft, als dann neuer Markt, ja, 2000, als das dann eingebrochen ist, das zu realisieren, ja, sich in Sicherheit zu bringen, an Land zu gehen und eventuell short zu gehen. Ja. Viele hatten viel Geld verdient, haben aber nicht realisiert, dass das Zufall war. Und als dann der Markt in eine neue Phase eingegangen ist, dann waren, also da haben auch jegliche Sicherungsschutzmechanismen, ja, gefehlt. Okay, erstellen Sie eine Handelsstrategie. Ja? Wenn Sie anfangen damit, das muss nicht gleich in Stein gemeißelt perfekt sein. Fangen Sie an, dass Sie festlegen, welche Märkte, welche Produkte, welche Zeiteinheiten, was handeln Sie? Handeln Sie Progression, Regression, handeln Sie Trend, handeln Sie Ausbruch oder handeln Sie gar keine Richtung? Ja? Handeln Sie sowas wie Volatilität, innerer Wert, sprich Optionen? Ja? Das gibt Fisch. So, was ist Ihr Setup? Was riskieren Sie hier Trade? Ja? So, wie groß ist die Positionsgröße? Ja? Wiedereinstieg? Ja, nein. Ja? Wo sind die Zielsetzungen? Ja? Die Kursziele? Mache ich Teilkloses, Vollkloses? An welcher Stelle? Ja? Was mache ich zu Verfall? Also einfach all das, so die Sachen, die Sie heute nicht auf dem Radar haben, wenn Sie dann handeln, die Börse wird Ihnen das zeigen und dann schreiben Sie es auf und dann ist klar, darüber muss ich mir Gedanken machen. Ja? Der fünfte Punkt ist Handwerk. Handwerk, ja, das geht auch Hand in Hand einher mit Handwerk, Hand in Hand, ja, Handwerk. Viele beherrschen nicht das Handwerk, ja. Sie haben, wenn überhaupt, nur rudimentäres Wissen. Es fehlt Wissen in der Breite und es fehlt Wissen in der Tiefe. Ja. Also, da wird jemand, ich mache so, der Klassiker ist, ja, ich habe hier einen Hammer. Ein Hammer, das ist eine Kerzenformation, oder ein Harami, Harakiri, ja, so, und dann wird danach geguckt, und dann wundern sie sich, ja, da war der Hammer, ich gehe long, mal verdiene ich Geld, dann, paar Tage später, gleicher Markt, wieder ein Hammer, ich gehe long, und der Teufel will's, und es geht nicht, ja, auf einmal bricht sie wieder zusammen. Schauen Sie, die Börse ist ein Umfeld, was von Unbestimmtheit geprägt ist, was von Unsicherheit geprägt ist. Sie können wenige Sachen sicher sagen. Was von Intransparenz geprägt ist. Ja? Also Sie sehen nicht, wer ist Freund, wer ist Feind. Ja? Sie sehen keine Spielregeln richtig. Ja? Sie können manchmal, auch zum Teil über längere Zeiträume, das Falscheste vom Falschen machen und werden dafür belohnt. Als Denkbild, Sie fahren bei Rot über die Ampel und der Polizist kommt und sagt, das hast du sehr gut gemacht, Junge, ich streiche dir sogar Flensburg-Punkte. Ja, würde Ihnen in der Realität nie passieren. An der Börse kann es vorkommen, dass Sie wirklich falscher wie falsch handeln und trotzdem dafür über einen Zeitraum belohnt werden. Ja, also Intransparenz, keine festen Regeln, ja, oder man weiß nicht genau, was ist richtig, was ist falsch. So dann natürlich die Dynamik, dass Sie unter Druck, ja, im Fluss Entscheidungen treffen müssen. So, und das Ganze führt natürlich dazu, zu Unsicherheit beim Händler, zu Angst beim Händler, ja,
Ja, und das führt dann dazu, dass er aus dem Affekt heraus gehandelt hat. Ja, so. Und wenn jetzt noch dazu reinkommt, dass einfach handwerkliches Wissen fehlt, dann ist so klar, dass sie Spielball sind. Dann ist so klar, dass sie getradet werden. Ja, dass sie Sachen machen, die nicht rational sind. Ja. Okay. Also, es genügt nicht zu sagen, da ist ein Hammer, da ist ein Harami, da ist ein Hanging Man. Ja. Das Ganze muss in ein übergeordnetes Korsett eingebettet werden. Ja. Welcher Trend liegt vor? Was sagt die übergeordnete Trendebene? Was sagt meine Handelsebene? Was sagt die drunter, die Signalebene? Ja? So, wie stehen die? Also sagt die eine Long, die andere Short, die eine Long? Oder sagen die alle Long, Long, Long? Oder sagen die alle Short, Short, Short? Ja? Oder sagen die Short, Long, 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 Short, Short? Da einfach schauen. So. Und erst diese Verknüpfung, diese Vernetzung, ja? Das führt dazu, dass Sie dann klarer sehen. Das ist einfach Handwerk. Handwerk. Ja? Es ist nicht Handwerk zu sagen, ich kann ein Konto öffnen, ich kann Buy und Sell drücken. Das genügt nicht. Okay. Der sechste Punkt ist, dass eine sinnvolle Vorbereitung auf den Trading-Tag einfach unterbleibt. Ja, eine sinnvolle Vorbereitung beginnt damit, erstmal mit einer Selbstanalyse. Ja, also bin ich denn überhaupt in der Lage? Bin ich fit? Bin ich ausgeruht? Bin ich ausgeschlafen? Bin ich vom Vortag soweit wieder altlastenfrei? Ja, im besten Sinne, vielleicht habe ich am Vortag fantastische Gewinne gemacht, dass ich noch euphorisiert bin. Ja, so bin ich wieder auf Normalniveau. Ja, schaffe ich es, das, was ist, wie es ist, ohne etwas dazuzufügen, ohne das wegzutun, ohne mir meine Wünsche, ja, das, wie es ist, einfach wahrzunehmen. Schaffe ich das? Ja, Selbstanalyse. Oder bin ich noch verärgert von gestern? Bin ich übermüdet von gestern? Ja, habe ich vielleicht schlecht geschlafen? Oder bin ich krank? Okay, schauen Sie. Ja, bin ich emotionalisiert oder kann ich mich hinsetzen und einfach das, was es geht, das, worum es geht? Steht es im Fokus oder mache ich was ganz anderes? Sind irgendwelche Subtexte für mich gerade im Vordergrund? Selbstanalyse. Dann auf der Marktebene, Marktanalyse. Was ist geschehen über Nacht? Wie sieht mein Markt aus? Ja. Kommen irgendwelche Zahlen? Spricht Draghi, spricht Yellen? Ja. Ist heute Verfall? Haben irgendwelche anderen Börsen zu? Steht Brexit an? Ja. Einfach den Markt analysieren. Und natürlich auch da wieder, ja. Schauen auf der Kontoebene, auf der individuellen Ebene, habe ich die richtigen Positionen? Ist meine Positionsgröße zu groß? Bin ich mit dem Verlust noch im grünen Bereich, im Wohlfühlverlust? Oder habe ich gestern irgendwie einen Stiefel getradet, ja, habe die Kontrolle verloren, war im Kontrollverlust und ja, und ich merke jetzt, wow, ich merke, meine Positionsgröße ist viel zu groß. Oder die Positionsgröße ist vielleicht gar nicht mehr so groß, Norm, aber ich hätte schon lange die Position schließen müssen, weil ich einfach, weil dieser Verlust, den ich am Buch habe, konnte ich gestern nicht realisieren, dass sie da einfach checken. Ja? So. Sie werden es wahrscheinlich raten, wenn die sinnvolle Vorbereitung fehlt, ganz oft, ja, die Leute kommen oftmals sogar aus ihrem eigenen angestammten Job, setzen sich nach Hause und beginnen sofort zu handeln, ohne einfach eine sinnvolle Vorbereitung, ohne zu checken, was ist los, ja? Was ist gerade en vogue, was wird gerade gehandelt, welche Meldungen sind wichtig, worauf wartet der Markt? Okay. Der siebte Punkt ist, ja, Thema lautet ja die wichtigsten Tradingfehler. Es fehlt eine sinnvolle Nachbereitung. Ja? Meine Damen und Herren, eine Nachbereitung ist nicht, dass Sie hingehen, ein Buch nehmen und in das Buch reinschreiben, ja, heute ist der 6. Oktober, ich kaufe um 18:15 Uhr einen DAX-Future, da liegt mein Stop und um 18:19 Uhr bin ich ausgestoppt worden, habe einen Gewinn oder Verlust. Ja, das ist nicht Nachbereitung. Das ist Trading-Tagebuch, ja, einfach die wichtigsten Daten einfach aufgenommen, aber Sie können nachher nicht mehr erkennen, was haben Sie gehandelt? Warum haben Sie das gehandelt? Ja? Welche Begründung hat zu diesem Trade geführt? Warum haben Sie es zugemacht? Ja, so, wir hätten Sie es besser zumachen können.
Ja, wie ging es Ihnen? Was ist während des Trades passiert? So eine sinnvolle Nachbereitung. Eine sinnvolle Nachbereitung. Ja, das sollte etwa das Dreifache der Handelszeit betragen. Also wenn Sie 2, 3 Stunden handeln, ja, sollten Sie ja, das Dreifache an Zeit dafür widmen, ja, zu schauen, was habe ich gemacht? Wunderbar. Ja, was habe ich gemacht? Also die Ist-Situation vergleichen. Wie hätte ich es besser machen können? Wo hätte ich besser reingehen können? Wo hätte ich besser rausgehen können? Ja, wie hätte ich meine Stops versetzen können? Wie hätte ich bestimmte Strukturen im Vorfeld erkennen können? Was habe ich nicht gesehen? Was habe ich übersehen? Was habe ich überbewertet? Was habe ich unterbewertet? Ja, so. Und das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Also einmal sein eigenes Trading sehen, das, was Sie gemacht haben, ja, und dann zu schauen, was hätte ich besser machen können, wo hätte ich besser reingehen, werde ich das besser erkennen können, ja. Sich auch immer wieder überlegen, okay, ich bin da long gegangen und das ist der Markt gegen mich gelaufen. Wie hätte ich das erkennen können, dass es gegen mich läuft? Oder andersherum, was hat die Gegenseite, ja, was hat die Gegenseite gesehen, was ich nicht gesehen habe? Und erst indem sich diese Fragen stellen, ja, kommen Sie dazu, einen Trade nachzubereiten. Es ist gut, und dafür gibt es sehr viel Software, zum Teil kostenlose Software, also diese Trading-Tagebücher gibt es en masse im Internet, einfach wo Sie eben diese Rohdaten eintragen, dann ist das Ganze auch schön irgendwie so mit Schaubildchen und Prozentsätzen, aber darum geht es mir nicht. Ja? Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, zu überlegen, dass Sie exakt sagen, die Situation lag vor. Ich habe, weil das und das vorlag, handelsstrategiekonform das und das gemacht, da lag mein Stop, so habe ich meinen Trade gemanagt, da bin ich rausgegangen. Ja? So, dass Sie A, da keine Begründungslücken drin haben und dass Sie danach auch schauen, okay, erster Schritt, und dann vielleicht nehmen Sie das Ganze per Video auf. Ja? Also, Sie nehmen Ihren Screen auf, Sie nehmen Ihren Screen auf, ja? Beispielsweise heute ist der 6. Oktober, 8 Uhr, ich analysiere den DAX, ich analysiere den DAX auf Tag, auf Stunde, auf 10 Minuten, komme zu dem Schluss, die Konsequenz ist, ich werde jetzt den Markt long handeln, bis dahin. Pause. So, dann eine halbe Stunde später sagen Sie, okay, jetzt ist die Kerze da, wo ich long gehen möchte. Wieder aufgenommen, Rekord, so, dann Stop nachgezogen. Und dann sagen Sie, jetzt müsste ich eigentlich, also wann immer Sie was machen, wann immer Sie diese Position bewerten, neu bedenken, immer auf Rekord, dass Sie sich selbst aufnehmen, so komprimieren Sie dann einen gesamten Handelstag von 12 Stunden, von 5 Stunden, von 4 Stunden auf wenige Minuten und können das nachher für sich nachvollziehen, was Sie gedacht haben, was Sie vielleicht bewusst gedacht haben, was Sie unbewusst gedacht haben. Sie versprachlichen Ihr Denken. Ja? Und damit werden Sie ganz viele Sachen sehen, die Sie gar nicht vorher wahrgenommen haben. Okay. So, achter Punkt, dass viele Leute in der Regel eine falsche Sicherheit suchen, ja, also aus dieser Melange heraus, dass die Börse einfach unsicher ist, ja, dass sie Intransparenz ist, dass sie Dynamik ist, dass sie unbestimmt ist, dass sie die Gegner nicht kennen, dass sie kein klares Regelwerk, dass sie selten exakt sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Viele Sachen sind zu bestimmten Sachen gut, zu bestimmten Sachen nicht gut. Ja? So, wie versucht der angehende Händler das zu kompensieren? Ja, er möchte in der Regel einfach zu viele Indikatoren. Ja? Er hat den DAX-Future und hängt daran 5, 10, 20 Indikatoren und der Wunsch ist daher geneigt. Ja, der Händler hat Angst, der Händler ist unsicher und er möchte gerne mehr Sicherheit haben. Ja, aber diese Verkomplizierung durch Indikatoren ist nur eine Scheinsicherheit. Ja, also ist eine falsche Sicherheit. Schauen Sie, dass Sie nur solche Indikatoren nehmen, A, von Ihrer Anzahl gering halten. Ja, weil je mehr Indikatoren Sie nehmen, umso mehr Signale kriegen Sie. Sie müssen die Indikatoren gewichten, priorisieren, ja, speziell wenn Sie gegenläufige Aussagen treffen. Ja, und dann müssen Sie eben, wenn es schnell geht, im Fast-Trading-Modus, viel schneller, viel mehr Input-Variablen sinnvoll kombinieren und zu einer Entscheidung führen. Ja, also schauen Sie, dass Sie nicht zu komplizierte Systeme handeln. So. Ich komme jetzt hier zum ersten Mal jetzt von der handwerklichen Ebene mal auf die persönliche
Persönlichkeit, das ist der neunte Punkt. Ja. Die Macht der eigenen Persönlichkeit, mein Unterbewusstsein, meine Prägungen, mein Charakter. Wo bin ich stark? Wo bin ich schwach? Wo versage ich? Wo bin ich armselig? Also, ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich liege 5R vorne. Mir ist klar, ich müsste die Position schließen. Also beispielsweise, ich habe 100 € riskiert, liege jetzt 500 € vorne, ja, im Gewinn. So, und auf einmal, eigentlich, ursprünglich habe ich, war das mein Ziel. Ja, mein Kursziel war, bei 500 € Gewinn zuzumachen, weil ich da wusste, dass da Druck drauf kommen wird, Gegendruck drauf kommen wird. So, und auf einmal, warum auch immer, merke ich, das ist nicht schön. Ich werde gierig. Jetzt will ich auch mal 1.000 € haben. Ja, so. Und meine Gier führt dazu, dass ich nachher ausgestoppt werde bei Break-Even. Ja, also ich gehe dann nach Hause nicht mit 500 € sondern mit plus minus null. So. Und das sich anzuschauen, das zu facen, das zu spiegeln. Ja. Wer von Ihnen, das würde mich jetzt sehr interessieren, wer von Ihnen hat von sich Seiten erlebt, ja, von seiner eigenen Psyche, ja, wie er disponiert ist, also diese Konfrontation mit dem Trading-Schatten, mit dem eigenen Schatten, ja, wo sie sich selbst nicht wiedererkannt haben, wo sie gemerkt haben, wow, das ist auch bei mir etwas, ja, das wusste ich gar nicht, wo sie zum Teil auch vielleicht geflasht waren, geschockt waren, ja. Wer kennt das, dass sie, also wenn sie lang genug dabei sind, eher über kurz als lang, ja, dann werden sie ganz schnell einfach mit ihrer Persönlichkeit konfrontiert, ja. So. Handeln ist bis zu einem gewissen Punkt Handwerk. Ab einem Punkt, da geht es aber nicht mehr darum, also mehr Handwerk, sondern da geht es nur noch darum, dass sie hingehen, dass sie selbstwirksam sind. Ja? Dass sie selbstwirksam sind, das bedeutet, dass sie funktionieren, dass sie sich selbst nicht sabotieren. Ja? Vielleicht so mit dem Denkbild Marathon. Sie trainieren für den Marathon und kurz vor dem Marathon nehmen sie auch kein Messer und rammen sich in den Oberschenkel hinein. Ja? Wer kennt das? Wer kennt das, dass sie gemerkt haben, jawohl, wenn ich ja, hier beim Treten merke ich immer wieder, wo ich an meine Grenzen komme, ja, wo ich meine Persönlichkeit sehe, wo ich merke, ich stehe mir selbst im Wege, ja, und ich selbst bin mein größter Feind. Ich selbst bin der Verhinderer, dass hier einfach immer wieder schöne, große Gewinne auf mein Konto gespielt wird. Oh, Stefan, was das kommt ist hier denn ein da? ganz toller, hier ist ein ganz toller Kommentar. Ich kenne das genau und noch schlimmer, ich reflektiere das und handle trotzdem gegen mich. Oh Ja. ja, ich erkannte mich nicht, ich kenne das, das ist so. Ja. Ja, so, und das ist auch da, also viele Leute denken, ja, Handeln ist easy, dann hole ich mir ein, zwei Indikatoren und der Indikator wird meine Ängste beseitigen, der Indikator wird mein Denken, ja, mein Denken oder meine psychischen Probleme, meine Angstprobleme, meine Gierprobleme, ja, meine Versäumnisängste, ja, Versäumnisängste, mein Ungeduld regeln. Kein Indikator dieser Welt wird es schaffen, in den Bereichen, wo Sie nicht selbstwirksam sind, das für Sie zu regeln. Ja, das ist ein Prozess, was Sie selbst angehen müssen, anschauen müssen. Ja, das hat dann wieder auch natürlich ein Handwerk, das setzt Wissen voraus. Ja, also dann einfach, was stresst mich? Was führt dahin, dass ich nicht mehr funktioniere? Was führt dahin, dass ich vom Denken wegkomme in Fühlen, vom Fühlen dann hier nur noch Instinkt, nur noch, sei es die einen eben sich totstellen, ohnmächtig, nicht mehr handeln können oder halt angreifen. Jetzt erst recht, ja, jetzt zeige ich es dem Markt, ja, wo man so ein Ich und Du macht mit Markt. Okay? So, der zehnte Punkt ist Realitätsbezug. Damit meine ich Wissen, was ist möglich? Was ist möglich? Ja, wissen, was ist realistisch? Und ich bin da immer wieder erstaunt, dass ich Menschen vor mir habe. Ja, Sie kennen in diesem deutschen Sprichwort gesunder Menschenverstand. Und man sagt, okay, also mit dem, was die gemacht haben, gesund, Verstand da. Ja, und die dann sagen beispielsweise, ich möchte vom Trading leben, habe hier aber 5.000 € Kapital und fange jetzt an. Ja, nach einem Monat möchte ich so weit sein, vom Trading leben zu können. Stellen Sie sich bitte jemanden vor, den Sie reinnehmen, der noch nie in seinem Leben Tango getanzt hat. Ja? Der noch nie getanzt hat. Der kommt jetzt rein und sagt, okay, ich mache jetzt mal
eine Schleife, dann mache ich die Tango-Schule auf und dann will ich davon leben. Ja, also ist das realistisch? Wie lange hat das gedauert, ja, bis sie lesen, schreiben gelernt haben, bis sie ein neues System gelernt haben? Dann haben sie eine Ausbildung gemacht, dann haben sie, waren sie in der Lehre, dann haben sie vielleicht Gesellenprüfung, dann haben sie Abitur gemacht, dann haben sie vielleicht studiert, dann haben sie unten angefangen, dann wurden sie Gruppenleiter, Bereichsleiter, dann wurden sie, ja, so. Und beim Treten, weil man eben bei und sell drücken kann, denken die Leute, ja, also dieses Gefühl, dass man, dass das so ganz schnell, ganz, dass man ganz anfängt und ganz schnell einfach dann vom Treten leben kann, das ist einfach nicht realistisch. Viele unterschätzen das. Also kurzer Rückgriff auf die Nachbereitungszeit, ja, 3:1. Eine sinnvolle Nachbereitungszeit am Anfang ist, wenn Sie eine Stunde treten, dass Sie sich 3 Stunden lang mit dem, was Sie gemacht haben, beschäftigen. Ja, so, wenn Sie treten lernen wollen, es dauert in etwa 2 bis 3 Jahre. Es ist ein bisschen abhängig natürlich von der Schnelligkeit der Auffassungsgabe, ja, wie einfach oder schnell, einfach oder schwer fällt es Ihnen, was Neues aufzunehmen, das zu verzahnen, ja, dann daraus ein Netzwerk zu machen, das Gesamtbild zu sehen. Okay, das ist eine, das hat was mit Ihrer Denkkraft zu tun, ob die hoch ist, ob die niedrig ist. Eine Ebene, ja. Und aber schauen Sie, Sie können kilometerweise Bücher lesen. Kilometerweise. Ja. Sie können kilometerweise Bücher über Trading lesen. Deshalb können Sie nicht traden. Sie müssen irgendwann ins Wasser gehen und traden lernen. Also das sozusagen wirklich inkorporieren. Ja. Sie müssen lernen, was macht der Markt, wie funktioniert der Markt, aber auch natürlich, was macht das mit mir? Ja. Was macht das mit mir? Weil ab einem Punkt, der Stefan hat ja jemanden jetzt zitiert, er sagt, ja, ich reflektiere das, ich weiß das und trotzdem mache ich das. Ja? Und das ist also nicht mehr was Handwerkliches. Also Sie wissen, es ist keine gute Strategie, bei Rot rüberzufahren, ja, draußen. Und trotzdem fährt derjenige bei Rot drüber, regelmäßig. Ja? Okay, also Realitätsbezug. Es ist gut, wenn ich weiß, was ist möglich, was ist realistisch. Ja, so, auch diese Relation, Einsatz, erhoffter Gewinn. Wenn Leute sich bei mir zum Seminar anmelden, telefoniere ich mit denen immer, ja, so ein Briefing, möchte gerne denjenigen kennenlernen. Ich mache jetzt keine Werbung für mein Seminar, das ist nicht meine Intention. Aber wie oft kommt es vor, dass dann jemand sagt, ja, Herr Tschiene, ich habe hier 10.000 Euro und ich übertreibe wirklich nicht, ja, ich möchte gerne damit am Ende des Jahres 1 Million haben, ja? 100.000 haben, 500.000 haben. Ja? Also, wo ich sage, das, was du dir vornimmst, ist sowas von unrealistisch, ja? Dass du von vornherein auf den falschen Pfad reingehst, ja? Dass du Risiken eingehen wirst, die kein Mensch, kein normaler Mensch eingehen will, dass du Trades machst. Ja, also, und es ist klar, wenn ich sowas höre, dass ich dann sage, hör zu, gehen Sie woanders hin, ich kann das nicht darstellen. Ja? Sie werden es nicht schaffen, ja, nach einem halben Jahr oder nach, oder noch besser, ich komme zu Ihnen ins Seminar, mache dann eine Woche Seminar und wenn ich schon nach Hause gehe, ab Montag, dann nur noch Gewinntrades und ich mache aus 10.000 Euro nach einem Jahr 1 Million. Ja? Diese Vorstellung herrscht draußen. Ja? Und wird natürlich auch von dem einen oder anderen, von der Industrie natürlich auch gefördert. Ja? Da heißt es, kauf den richtigen Computer, kauf den richtigen, der richtige Produkt kommt zu dem Broker, dann wirst du das. Nein, das sind Sie. Sie müssen funktionieren. Ja? Und das ist eine Ausbildung und das dauert eben, das dauert seine Zeit. Ja? Realitätsbezug, manche Leute neigen dazu, sich zu überfordern. Ja? Überfordern. Also wenn sie die Kapitalgröße zu groß setzen. Ja, wenn Sie sich zu wenig Zeit geben, dann strangulieren Sie sich weg, Sie selbst, indem Sie sich überfordern. Umgekehrt, wenn Sie dann einfach zu klein die Summe setzen aus Angst, ja, dann kann es sein, dass Sie aus Unterforderung heraus einfach ja, nicht sinnvoll handeln. Ja? Okay, der 11. Fehler ist auch wieder auf der persönlichen Ebene, dass Sie einen Fehler als Fehler sehen, ja, und nicht als Chance. Schauen Sie. Ein Profi, und zwar, ich bin jetzt nicht auf der Ebene Trading, ja? Jemand, der im Leben steht, der vorwärts kommt, ja? Der ist nicht anmaßend und sagt, ich mache keinen Fehler. Ja? Ich bin unfehlbar. Jeder ist fehlbar. Ja? Jeder ist fehlbar. Jeder macht Fehler.
Wichtig ist, diesen Fehler zu erkennen, das auch nicht einzugestehen. Ja, da habe ich versagt, da habe ich was Falsches gemacht. Vielleicht habe ich schon ein paar Tage gehabt, vielleicht habe ich mal was Neues, vielleicht habe ich ad hoc, was auch immer. Ich habe diesen Fehler erkannt, dann habe ich das auseinanderklamüsert. Was war der Fehler? Was ist die Struktur? Wie ist es dazu gekommen? So, und dann im zweiten Schritt diesen Fehler beheben. Ja, so, dann gibt es Leute, die aus Angst vor Fehlern gar nichts mehr machen wollen. Ja, ist auch nicht zielführend im Training. Ja, das Schlimmste ist, naja, wenn die Leute einen Fehler machen und immer wieder den gleichen Fehler machen. Und jetzt gibt es zwei Unterscheidungen. Ja, das eine ist, es ist rot. Sie wissen, dass es rot ist. Sie wissen, dass es verboten ist, über rot drüber zu fahren. Sie machen das. Immer wieder kommen sie in die Schleife, nicht bei jedem Mal, aber immer wieder werden sie getriggert, dass sie was machen, was sie nicht wollen. Ja, was sie nicht sollen. Ja, dass sie ein zu viel, ein zu wenig, ja, eine Aktion, eine unterlassene Aktion machen. Und es ist nicht gut. Das ist eine. Ja, da machen sie es aber trotz besseren Wissens. So, sie lernen nicht aus den Fehlern. Im Börsenhandel gibt es noch eine zweite Variante, dass sie Fehler machen und gar nicht wissen, was sie als Fehler machen. Ja, also sie können an der Börse nur das sehen, von dem sie wissen. Ja, das, was sie nicht wissen, das, was sie nicht kennen, sehen sie nicht. Ja, also ein Denkbild, sie schauen auf einen Chart, ich schaue auf einen Chart. Ja, oder ich geh weg von Ihnen. Ich schaue auf einen Chart, mein Vater schaut auf einen Chart. So, ich sehe in dem Chart ganz andere Sachen wie mein Vater. Ja, und wahrscheinlich wird es so sein, dass an der Stelle, wo mein Vater kauft, ich ihn verkaufen würde. Ja, und umgekehrt, wo mein Vater sagen würde, ja, toll, da gehe ich jetzt rein, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Ja, so. Das heißt, gerade Anfänger gehen in den Markt hinein und sind sich nicht bewusst, dass ihre Annahmen, ihr Modell, ja, zum Markt entweder unvollständig ist, vielleicht sogar falsch ist. Ja. Das, was sie über den Markt zu wissen glauben, setzen sie absolut, setzen sie als Wahrheit. Und sie haben gar nicht auf den, also sie lassen die Option, dass das, was sie über den Markt denken, ja, eventuell falsch sein könnte oder dass da riesige schwarze Löcher sind. Das haben sie gar nicht auf dem Radar. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich dann jemanden, dann zeigt mir jemand ein paar Trades, dann sehe ich eine Struktur und dann erkläre ich das demjenigen oder derjenigen und dann fällt es wie Schuppen vom Augen. Ja, dann ist demjenigen das klar, aber vorher wann immer er in eine spezielle Konstellation gekommen ist, ist nicht erkannt. Und immer den gleichen Fehler gemacht. Und das ist natürlich an der Börse sehr, sehr teuer. Ja? Okay. Also, es ist wichtig, nicht hinzugehen und Fehlervermeidung zu machen. Ja? Also versuchen Sie nicht, dieser Drang nach Perfektionismus, ja? Den perfekten, versuchen Sie, sauber zu handeln. Sobald was nicht so läuft, ja, sei es auf der handwerklichen Ebene, aber sei es auch, dass Sie merken, Sie sind aus der Balance. Ja? Lernen Sie daraus. Ja? Machen Sie die Fehler, lernen Sie daraus. Ja? Reduzieren Sie das. Sie müssen nicht einen Fehler so lange wiederholen, bis Ihr Konto auf Null geschrumpft ist. Ja? Das ist nicht sinnvoll. So, immer noch auf der persönlichen Ebene, ja, die Verantwortung für meinen Handeln übernehmen. Ja? Ich sagte Ihnen vorhin, ich hatte mit einem E-Mail-Kontakt mit einem angehenden Händler und da war in der E-Mail drin, letzte Woche hat die Commerzbank und die Deutsche Bank mir, ich weiß nicht mehr genau, wie sein Wording war, hat mir so den Rest gegeben oder sowas. Also, ja, ich habe jetzt mit demjenigen noch nicht gesprochen, aber ist klar, letzte Woche Deutsche Bank war unter die 10 gefallen, ja, Commerzbank genauso schwach, die ganzen Finanzwerte waren schwach. So. Also da ist derjenige nicht mehr in der aktiven Rolle, dass ich kaufe, dass ich entscheide, wo der Verlust ist, sondern er ist jetzt hier, ja, er ist ausgeliefert, er ist Opfer. Ich würde denjenigen gerne fragen, wer stand denn hinter dir? Wer hat dich denn gezwungen, die Deutsche Bank zu kaufen? Wer hat dich denn gezwungen, die Deutsche Bank so weit laufen zu lassen? Du hättest doch irgendwo, du hast, keine Ahnung, bei 12 gekauft, hättest bei 11,90, bei 11,80, bei 11,50 zumachen müssen. Ja, können. Wer stand hinter dir und hat dir verboten, die Position zu reduzieren oder einen Stopp zuzumachen?
Ja, so. Übernehmen Sie für Ihr Handeln Verantwortung. Ja, man delegiert ganz gerne die Verantwortung auf wen? Ja, wenn das Konto nicht gut läuft, wenn das Konto halbiert ist, wer ist immer erst einmal der Böse? Naja, sei es der Broker, Stefan, sei es Adachi, sei es der, dass sie ein Buch gelesen haben. Ja, also man ist ganz, ganz schnell dabei, das nach außen, nach jemandem anderen hinzudelegieren und statt darauf selbst zu antworten. Was hilfreich sein kann, ist dieses Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Da ist die deutsche Sprache mit der Doppeldeutigkeit fantastisch. Ja. Schauen Sie, in dem Wort Verantwortung steckt Antworten. Ja. Überlegen Sie sich, bevor Sie einen Trade machen, wenn ich einen Vorgesetzten hätte, ja, dann müsste ich dem mein Handeln, mein Tun, mein Unterlassen, ja, erklären können. Der würde mich fragen, ja, wenn ich jetzt für die Summe X gekauft habe und nach 2 Tagen ist das Konto weg oder halbiert, ja, so, und Sie sagen, ja, ich habe halt die Deutsche Bank gekauft, weil ich halt dachte, ja, aber Sie haben nicht gedacht, ja, Sie haben geglaubt, dass Sie in der Position sind, ja, festlegen zu können, dass die Deutsche Bank nicht über ein bestimmtes Niveau steigen oder fallen kann. Ja, dass sie sich überlegen, okay, also dass sie überlegen, dass sie keine Begründungslücken in ihrem Trading haben. Wann immer sie etwas machen, sei es eine Position nicht eröffnen, sei es eine Position eröffnen, dann im Trade Management, ja, dass sie den Stop nachziehen, nicht nachziehen, zurückziehen, dass sie die Position aufbauen, ausbauen, einskalieren, dass sie Teilflosses machen, ja, dass sie den Gewinn laufen lassen. Wenn sie das sinnvoll begründen können, ja, und wenn die Begründung nur ist, dass sie sagen, das ist mein Regelwerk, ja, sie haben es verschriftlicht, da ist fixiert. So, wenn sie dann nach einer Zeit feststellen, okay, diese Regel greift nicht, dann wissen Sie, wo Sie dann heranschrauben können. Ja? Was? Okay. Also, Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen, das geht durch ein Trading-Tagebuch. Trading-Tagebuch, bitte Vorsicht, damit meine ich nicht ein Totenbuch. Ja? Also nicht Totenbuch einfach reinschreiben, ich habe an dem Tag um die Uhrzeit gekauft, verkauft, Gewinn oder Verlust. So, und Sie können bereits schon nach einem Tag nicht mehr nachvollziehen, warum Sie gekauft haben, warum Sie verkauft haben, wie es Ihnen dazwischen ging, was Sie für Gedanken hatten. Ja, alles, das ist alles weg. Und das ist dann nicht Lehrgeld mit EH, sondern mit aus dem Fenster rausgeschmissenes Geld. Ja. Trading-Tagebuch führen, nachbereiten, ja, vorbereiten und dann die Resultate sind Output meiner Leistung. Ja. Dessen, was ich aufgenommen, verarbeitet habe und was ich eben auf die Kette, was ich an PS auf die Straße gebracht habe. Ja, so. Und wissen, was zufällig war? Ja, Windfall Profit, das gibt es auch immer wieder. Es gibt auch Zufälle, wo es eben, die Leute reden gerne von Pech, wenn irgendwas schief läuft, von Gewinn, ja, von Gewinn redet man seltener von Zufall, Pech. Aber wenn jemand 20, 30 Jahre lang dabei ist, ja, kein Händler, der lange genug dabei ist, ja, wird sagen, ja, ich bin nur erfolgreich wegen Glück, nur erfolgreich wegen Pech. Verlierer neigen leider dazu, auch eben die Verantwortung, ja, es war Pech. Es war Pech. Ich hatte halt die Position in der Deutschen Bank und dann ist die Deutsche Bank auf 10. Ja, Junge, da war deine Position in der Deutschen Bank viel zu groß. Ja, da hast du einfach eine falsche Einschätzung dessen gehabt, wie groß, also deine Schuhgröße kanntest du nicht. Okay. Bei der Verantwortung, vielleicht auch da, das Lernen aus Fehlern. Ja? Ich empfehle Ihnen, vielleicht kennen Sie das, das kennt jeder von Ihnen. Ja? Das kennt jeder von Ihnen. Das ist eigentlich so mit eines der erbärmlichsten Sachen, die jedes Jahr wiederkehrend sind. Ja? So kurz vor Neujahr, spätestens zu Neujahr, diese lange Liste von, ich will besser ernähren. Slow Food, vegetarisch, weniger Fleisch, weniger Fett, weniger McDonald's, weniger dieses. Dann will ich mehr Sport machen, dann will ich mehr Familie, mehr mit meinem Kind, mehr mit Frau, mehr Sport. Was gibt es noch? Rauchen aufhören, Gewichte abreduzieren. So. Und das ist nicht ein, zwei, 3 Tage rum und die Leute sind wieder voll in ihrem Muster und nichts hat sich geändert. Ja, nichts. So. Im Trading passiert genau das Gleiche.
Also für Leute, die ein bisschen darüber reflektieren, die einfach nur so nebenher, sondern wirklich das Ganze angehen, ja, mit Input angehen, statt Zeit, Lebenszeit, ja, die sie ja ihrer Familie, ihrer Gesundheit, sich selbst wegnehmen, ja, vertreten. Die überlegen sich dann und dann schaffen die es aber nicht, die PS auf die Straße zu kriegen, weil sie sich einfach überfordern. Also ich empfehle Ihnen, suchen Sie einen Punkt heraus, einen Punkt, und zwar, was ist das Gefährlichste für Ihr Depot? Ja? Also was von dem, was Sie machen oder nicht machen, ja? Also was von Ihren Eigenschaften, von Ihrem Verhalten, von Ihrem, das, was beim Trading irgendwie negativ ist, ja? Was hat das höchste Bedrohungspotenzial für Ihr Konto? Ja? So. Und das gehen Sie an, das gehen Sie an. Jeden Tag, immer wieder sich das vergegenwärtigen, rausholen, anschauen, ja, okay, ich will, was machen wir dann? Beispielsweise, dass Sie sagen, jeder Trade wird abgesichert mit einem Stop. Ja, so, vielleicht ist das Ihr Problem. Jemand anders hat ein anderes Problem. So, unterschreiben Sie, bis Sie merken, jawohl, es ist kein Problem mehr. Ist es jetzt wirklich in tiefere Schichten Ihres Bewusstseins reingegangen? Sie merken, Sie machen es automatisiert und Sie, okay, wenn das dann bedient ist, dann können Sie den zweitnächsten Punkt nehmen. So, also einen Punkt mit dem höchsten Bedrohungspotenzial für Ihr Konto. Also was würde, wenn Sie das nicht machen, was wird Ihr Konto einfach auf Null, ja, schrotten? Das sich anschauen. Und umgekehrt, von dem, was Sie machen, ja, was hat die höchste, segensreichste Wirkung für Ihr Konto? Also was wird von all den Sachen, die Sie sich ja vorgenommen haben, was führt dazu, dass Ihr Konto am meisten sich füllt? Ja, so auch da nur einen Punkt sich notieren und das jeden Tag, am besten sogar vor jedem Trade, machen Sie einfach so einen Merkzettel, legen Sie es auf Ihren Mauspad oder auf Ihren Schirm, dass Sie es immer wieder auf dem Radar haben, ja, und wiederholen Sie das, ja. Man vergisst das. Okay. So. Punkt 13, da wird jetzt der Stefan nicht erfreut sein davon, klar, weil für den Broker ist natürlich das sehr gut. Ja. Also Punkt 13, ich gehe jetzt, also ich war jetzt ganz kurz mal zusammenfassend, zuerst nur auf handwerklicher Ebene, dann bin ich auf die persönliche Ebene gegangen und jetzt das, was wiederum zusammenhängt, ja, Overtrading. Ja. Im Gegenteil, da bin ich Nochmal, sehr genau das erfreut, Gleiche. dass du diesen Punkt ansprichst, weil das ist wirklich ein Kardinalfehler von vielen. Ja, ich meine, das ist natürlich für einen Broker, der langfristig interessiert, der Genau. langfristig denkt, ich habe eine Kundenbindung und ich habe nichts davon, wenn jetzt der Kunde was einzahlt und nach 5 Monaten wieder weg ist, So sondern ist es. wenn der Kunde was einzahlt, dabei bleibt, ja, und also Overtrading, ja, das ist so diese alte, viel hilft viel, ja, so, und das tut es nicht, ja, also A ist die Konzentration, lässt im Laufe der Zeit nach. Ihre Willenskraft, Disziplin aufzubringen, auch die Disziplin ist sowas wie ein Muskel. Ja? Wen das interessiert, Ego-Deplation. Ja? Das Stichwort, schauen Sie danach. Okay, so. Und dann ist es so, dass Leute anfangen, handeln, 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 handeln. Vielleicht haben sie sogar am Anfang erstmal einen Gewinn. Dann ja, vielleicht auch nicht merken, dass ich jetzt übermüdet bin, angestrengt bin, dass mein Konzentrationslevel nicht mehr fit ist. Dann kommen die Amerikaner rein. Die Amerikaner sind frisch aufgestanden aus unserer Sicht. Ja, so, da kommt nochmal Bewegung rein. Und ich bin müde und ich handle. Und ich handle einfach sehr, 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 sehr viel. Und zum Schluss kann ich gar nicht mehr sagen, warum ich gehandelt habe. Ich kann gar nicht mehr sagen, warum ich den Trade eröffnet habe, warum ich den Trade. Also ich weiß am Ende des Tages nicht mal mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Ja? Also dann haben sie gehandelt, bis dass die Drähte glühen. Ja? Der Durchschnittsbroker freut sich, weil er natürlich schöne Vieheinnahmen, Gebühreneinnahmen. Ja? Und sie haben einfach getradet. Sowas kann sich einstellen. Schauen Sie, was ist das Einfallstor zu Overtrading? Wann neigen Sie zu Overtrading? Ja? Kann es sein, wenn der Markt sich zieht, einzieht wie Lava, ja, wenn im Markt nichts los ist, kann es sein, dass Sie selbst was erzwingen wollen, ja, aus Langeweile, aus reinem Aktionismus, oder dass Sie sagen, ich habe das festgelegt, da ist mein Setup, und Sie warten und warten und warten, das Setup kommt nicht, und dass Sie dann irgendwann aus Langeweile einfach sagen, ach,
ich mache mal was, ich gehe mal da rein, ja, dass sie dann entweder in einen anderen Markt vagabundieren, in eine andere Zeiteinheit, irgendwas, bis sie irgendwann, ah, da könnte man mal schießen, und dann schießen sie. Ja, und dann schießen sie und nachher sehen sie, Mensch, das war eigentlich völlig daneben. Das war überhaupt nicht, mit nichts zu begründen. Das ist weder mein Setup, noch mein Markt, noch meine Zeiteinheit. Ja, so kommt das aus so einer Gestimmtheit von Aktionismus, von Langeweile, kommt Overtrading. Sie haben Geld verdient, dann haben Sie den Absprung nicht geschafft, dann waren Sie plus minus null, jetzt waren Sie leicht im Minus. Ja? Und eigentlich merken Sie, Sie müssten aufhören, weil Sie einfach nicht mehr funktionieren. Sie merken, Sie sind emotionalisiert, Sie sind angenockt. Ja? So, und dann handeln Sie und Ihre Zielsetzung ist jetzt nicht mehr zu gewinnen, sondern Sie wollen nur Ihr Geld zurückhaben. Ja? Oder Sie wollen wieder nur auf plus minus null. Ja, da kommen so Gedanken wie, Mensch, ich kann doch nicht von morgens um 8 bis abends um 17:30 Uhr hier sitzen und dann dafür noch einzahlen. Ja, wo kommen wir denn da hin? So, und weil so ein Gedanke da ist, ja, das führt dann dazu, dass sie nicht mehr das, was draußen ist, erfassen, dass sie einfach im Innenleben, ja, dass sie ihr Innenleben, ihre eigene Angst, ihre Unvernunft oder ihr Frust nach außen projizieren und dann Trades machen, die aber nur ihrer Wirklichkeit entspringen und die der Markt draußen nicht sieht. Ja, vielleicht auch da mal reingefragt, wer von Ihnen kennt das, dass Sie mal gemerkt haben, nachher Sie haben getradet, lagen im Verlust und dann wollten Sie nur diesen Verlust wegmachen und dann haben Sie getradet und dann wurde dieser Verlust viel, 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 viel höher. Wer kennt das von Ihnen? Ja, und ex post konnten Sie gar nicht mal nachvollziehen, ja, warum Sie so viel getradet haben. Ja, das kennen einige, genau. Einige kommt auch, ja. Habe ich auch schon Und erlebt, ich, ja. ja, und das ist einfach, schauen Sie, Ja, da, ich muss noch mal ja, ganz also ich, kurz, weil hier kommt echt eine coole Frage. Ist das eine Aufzeichnung oder live? Wie kommen Sie denn darauf, dass das nicht live ist? Natürlich ist das live, ja. Wir sitzen hier gerade und halten ein Webinar. Das ist auch eine tolle Frage. ja, okay, auch Ich habe schön, ja. immer wieder gemerkt, man tradet und tradet und am Ende kommt nichts dabei raus. Ja, genau. Und dann einfach schauen, wo hätte ich, ja, also auch das ist Teil der Nachbereitung, wo hätte ich einfach aufhören müssen. Ja, sei es, dass ich bestimmt, also es gibt Leute, die sagen, okay, wenn ich die Summe X verdient habe, dann ist mein Ziel erreicht, wunderbar. Ja, es gibt Leute, die sagen, die machen das zeitlich, ja, ich handle bis morgens, also bis mittags. Dann gibt es Leute, die sagen, ich handle, dann mache ich eine Mittagspause. Andere, die handeln nur den amerikanischen Markt. Andere, die handeln, also einfach schauen, was führt dazu, Overtrading. Ja, schauen Sie, außerhalb der Börse, ja. Also das ist einfach ein Denkschemata des Kapitalismus, ja, der westlichen Welt. Außerhalb der Börse ist ja so, also ein Rechtsanwalt, der viele Fälle an sich zieht, verdient viel. Ein Zahnarzt, der viele Zähne bohrt, viele Zähne zieht, verdient viel. Ja, ein Bäcker, der viele Brötchen verkauft, ja, der verdient viel. So, Handeln besteht zum wesentlichsten Teil darin, nicht zu handeln. Ich wiederhole das nochmal, lassen Sie es auf der Zunge zergehen. Handeln besteht im wesentlichsten Teil daraus, nicht zu handeln. Ja? Die Möglichkeiten da draußen, ja? Die Versuchungen sind unendlich groß, produktmäßig, setupmäßig, märktemäßig. Ja? So. Und da sich zu fokussieren, da sich zu spezialisieren und sagen, okay, aus dieser ganzen Vielfalt, ja, passt zu mir, zu meinem Setup, zu meiner Ambition, zu meiner Kontogröße, zu meinem Nervenkostüm, ja, zu meiner Stärke, zu meiner Charakterstärke, aber auch, wo meine Charakterschwäche am wenigsten belastet wird, passt dieser Ansatz in dem Markt. Und nur das machen, nichts anderes. Nur das machen, nichts anderes. Ja, so. Schauen Sie einfach, neigen Sie zu Overtrading. Wenn ja, wann, wie wird das getriggert? Stellschraube entsprechend abstellen. Okay. Punkt 14 ist, das hängt damit zusammen, dass Leute zu viele Setups haben. Zu viele Setups haben, in zu vielen Märkten, ja, unterwegs sind, gerade am Anfang. Ja. Bitte denken Sie sich Folgendes. Wenn Sie fahren gelernt haben, am Anfang, Führerschein, gerade so
Theorie gelernt, jetzt machen sie die ersten Stunden. Da sollen sie zur gleichen Zeit, sie sollen lenken, sie sollen auf den Vorderverkehr achten, sie sollen auf den rückwärtigen Verkehr achten, sie müssen auf die Geschwindigkeit achten, sie müssen auf irgendwelche Schilder achten, rechts vor links und noch auf irgendwelche Kinder. Ja? Und Kuppeln und Bremsen. So, da ist oftmals der Anfänger damit überfordert und vieles von dem, was sie machen, sie in der Regel am Anfang, so die allerersten Stunden, machen sie 20% und 80% macht der Fahrlehrer, ohne dass sie es merken. So, jetzt haben sie aber keinen Fahrlehrer. Ja, sie gehen rein, direkt mit dem ganzen Geld drin. Deshalb handeln sie kontomäßig unter ihren Möglichkeiten am Anfang. So, und wenn sie jetzt einfach zu viele Sachen machen, zu viele Setups in zu vielen Märkten unterwegs sind, ja, dann führt das dazu, dass sie nicht wirklich in der Tiefe durchdringen, wahrnehmen, weil es einfach ihrem Fokus entgeht, ja, ihre Aufmerksamkeit, also die Taschenlampe ihrer Aufmerksamkeit, es kommt nicht in den Kegel der Taschenlampe ihrer Aufmerksamkeit rein, ja, weil sie eben, sie schauen nach links, sie schauen nach rechts, DAX, Bund, Dollar, Öl, hier ein Produkt, da ein Trade, da ein Trade, da ein Trade, so. Und am Ende haben sie vielleicht zufällig was verdient. Leider kann es sein, dass sie sogar zufällig viel verdient haben, aber das sind nur Zufallsgewinne, die werden nie wieder genommen. Aber das in der Tiefe als Prozess den Markt verstehen, ja, das kommt nicht, das erfolgt nicht. So, und deshalb empfehle ich Ihnen, also das ist ein Fehler, das ist ja, die wichtigsten Trading-Fehler. Ich kenne Leute, die 3, 4, 5 Jahre lang unterwegs waren und sich wirklich redlich bemüht haben und die einfach nicht über ein Niveau an Erkenntnisdurchdringung gekommen sind, weil die einfach zu viele Setups, ja, die waren auf zu vielen Hochzeiten, in zu vielen Märkten mit zu vielen Setups. Ja. Gerade wenn sie am Anfang sind, ja, machen sie wenige Märkte, ein Markt, maximal zwei Märkte, ein bis maximal zwei Setups. Ich weiß, es ist langweilig, aber Sie können sich konzentrieren, Sie können einfach realisieren, wie die Märkte strukturiert sind. Ja? Also wie eine Bewegung sich ankündigt, wie die dann sich konstelliert, wie die dann abläuft, wo dann Druck drauf kommt, wo Bewegung, Momentum, Schub, ja, wie dann diese Entladung und dann, wo der Markt wieder in die Seitwärtsphase reinkommt, rekrediert, zurückkommt. Ja? So, das wahrzunehmen, das wird Ihnen viel eher gelingen, wenn Sie sich konzentrieren. So, die Ich habe hier 15. noch mal ein paar gute Feedbacks. Oft tradet man aus Frust, weil man vorher Fehler machte. Ist das eine. Das Ja. andere ist, ärgerlich wird es dann, wenn ich die ganze Zeit diszipliniert war und am Ende durch so ein paar blöde Aktionen alles wieder kaputt gemacht habe, nicht mal Ja. aufs Geld bezogen. Und dann hat hier auch noch jemand geschrieben, mein Problem, lasse ich Gewinne laufen, schmelzen sie weg, nehme ich sie vorzeitig mit, ärgere ich mich hinterher, da sie später viel größer gewesen wären. Also, Stopp, Herr Stefan, stopp, da würde ich mal gerne was dazu sagen. Schau, da hat jemand, da sagt er, da ist jemand im Spannungsfeld. ja. Wenn ich einen schönen Gewinn habe und den nicht mitnehme, geht er mir weg. Wenn ich aber den Gewinn, wenn ich den Stop zu sehr, zu früh, zu eng ranziehe, ja, dann führt das dazu, dass ich ausgestoppt werde in der Regression und dann läuft der Markt ohne mich und ich schaue nachher und mache den Gewinn und ärgere mich. Ja, das ist das Spannungsfeld. So. Es gibt 13 verschiedene Stop-Techniken. Ja, je nachdem, in welcher Phase des Marktes, Marktebene ich mich befinde, einmal, dann in welcher Phase meine Position, meine individuelle Position, ja, wenn ich sie eröffnet habe, lange Leine, ja, wenn sie dann Richtung Ziel läuft, ja, das ist dann diese Stop-Leine. Stop-Leine ist nichts anderes wie wahrscheinlich ist das, was ich angenommen habe, dass das eintritt. Ja, dass ich es einfach dann differenziere, dass ich beispielsweise von einem Trendstop zu einem Progressionsstop wechsle. Ja, oder dass ich einfach, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, das Problem erkennen und dann aber auch schauen, wie kann ich das lösen? Ja, und das ist oftmals, also es gibt nicht den idealen Stop. Ja, es ist oftmals einfach eine Güterabwägung. Ja, was verursacht bei mir am wenigsten Frust? Ja, auch dazu, bei dem einen ist es Frust, bei dem einen ist es Ärger, bei dem anderen ist es Zorn, bei dem anderen ist es Ohnmacht, bei dem anderen, der ärgert sich über was ganz anderes. Ja. Bei dem einen ist Freude, bei dem anderen ist Euphorie. Einfach schauen, was führt dazu, dass du aus dem grünen Bereich wegkommst. Ja? Bitte. Sehr gut. Ich habe hier noch mal eine Frage, und zwar hatte ein Teilnehmer gefragt, ob diese Excel-Tabelle, die du da hast, diese Risk Engine, ob man die irgendwo bekommen kann.
Ja, die gibt es auch bestimmt. Also es ist jetzt eine, die hat jetzt einen Seminarteilnehmer von mir programmiert, aber sowas gibt es auch. Das ist der Professor Balsara, heißt der. Okay. Professor Balsara. Schreibt das mal rein, Professor Balsara. Ja. Balsam, okay. Balsara, Professor Balsara. Und der hat die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes ausgerechnet. Eben Ah, okay. mit den Koordinaten Trefferquote, Risiko und dein CRV also Payoff, im Englischen nennt Payoff. Schreibt man so, Genau, hoffe ich. Ich durchschnittlich. hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja, Balsara. Okay, so kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja. Disziplin 15. Ja, das ist also, dass die Disziplin entweder nicht ausreichend vorhanden ist oder nicht aufgebaut wird, ja, oder nicht eingehalten wird, ja, oder dass im Tagesverlauf oder mit Verlauf oder mit der Entwicklung des Kontos die Disziplin einfach sehr stark schwankt. Ja. Also, ja, viele Leute, viele gerade am Anfang, haben überhaupt keine Vorstellung davon, haben keine Vorstellung davon, wie stark ihre Disziplin hier getestet wird. Und ich glaube, ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ja, inzwischen glaube ich, Folgendes verstanden zu haben. Viele Leute, die gerade neu ins Training kommen, die sagen, wissen Sie, ich bin ja diszipliniert. Schauen Sie, der Wecker klingelt um 6, dann gehe ich zur Arbeit, dann mache ich meinen Job, ja, und dann bin ich da und so. Ja, aber schauen Sie, das ist ja, Sie machen das, weil jemand anders Sie kontrolliert, weil Sie einen Chef haben, ja. Wenn Sie was nicht machen, hat das Sanktionen, ja. So. Und an der Börse, da ist eben, da fehlt der Chef, da fehlt der Risikomanager, da fehlt der Vorstand, da fehlt der Übergeordnete, der einfach Sie zur Rechenschaft zieht, ja. Also, das eine, wenn Sie unter Kontrolle, wenn Sie unter Zwang, ja, funktionieren, dann ist das nicht Disziplin. Disziplin ist, dass ich was aus eigener Einsicht, aus eigener Motivation, aus eigener Kraft, ja, etwas mache oder nicht mache. Ja, so. Und viele verwechseln das, dass sie sagen, ja, ich stehe doch morgens auf, bin da diszipliniert. Nee, es geht nicht darum, dass du um 6 Uhr aufstehst. Das kann ein Teil sein. Weil wenn du eben einmal nicht um 6 Uhr aufstehst, dann bist du am zweiten Tag beim Chef und beim dritten Mal gibt es eine Abmahnung, beim vierten Mal bist du gekündigt. Ja? Und sie glauben, viele kommen ja an die Börse, weil sie auch dieser, in Anführungszeichen, Disziplin entfliehen wollen, weil sie denken, Mensch, die Börse ist nochmal ein Ort, wo ich so richtig mal tun und lassen und Gas geben kann und tat sein und Millionen verdienen und reingehen und rausgehen. Ja? Und die Börse ist ein Ort, ja, wo ihre Disziplinfähigkeit enorm getestet wird und zum langfristigen Überleben gehört Disziplin. So, vorhin hattest du vorgelesen gehabt, Stefan, von irgendeinem Teilnehmer dieses Webinars, dass er gesagt hat, ja, ich weiß sogar, was ich falsch mache. Ich habe das reflektiert und mache es trotzdem. Ja, das ist eine Frage der Disziplin. Ja, jetzt muss ich natürlich schauen, was führt denn dazu? Ja, also was war die Ursache, dass er in den Bereich reinkommt, dass er sehenden Auges etwas macht, wovon er weiß, dass es Gesetz der großen Zahlen für ihn einfach nicht gut ist. Ja, wie dem auch sei, Sie merken in diesem Vortrag, in diesem Webinar, ich gehe wirklich im Galopp einfach durch und will Ihnen so diese zentralsten Punkte anleuchten. Ja, arbeiten Sie an Ihrer Disziplin. Ja, das darf kein hohles Vokabular sein. Ja, Ihre Disziplin wird getestet. Sie müssen Disziplin aufbauen und aufrechterhalten. Ja, dazu gibt es verschiedene Techniken. Je eher Sie von einem Beruf kommen, was hochverdichtet ist, beispielsweise Polizei, beispielsweise Militär, beispielsweise Piloten oder beispielsweise Krankenschwestern, ja, Ärzte, Krankenschwestern, ja, in der Intensivstation, die einfach, da kommt jemand rein und die wissen genau, sie müssen das und das und das und das machen, ja, in der Reihenfolge. Ansonsten haben die ein Problem. So, und obwohl sie es machen, kommt es immer wieder vor, dass einzelne Patienten sterben, aber sie haben es nicht zu verantworten. Sie haben einfach das abgearbeitet. Also wenn sie es gewohnt sind, in einer hohen Regeldichte zu arbeiten, ja, wenn sie keine Probleme haben, einfach zu sagen, okay, da ist mein Plan und ich arbeite einfach diesen Plan ab. Ja? Ich fange nicht an, diesen Plan zu verbessern oder ich mache jetzt hier eine Ecke, da eine Kreative. Ja? Also an der Börse, es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht nicht um da rein und ich kann mal tun und lassen, was ich will. Hochverdichtet einfach einen Arbeitsplan, den Sie zuvor evaluiert haben, geprüft haben, ja? Sei es durch Backtesting, ja? Sei es durch Paper Trading, dass Sie merken, jawohl, es bestätigt meine Annahmen,
ja, zu bestätigen und dann einfach umsetzen. So. Disziplin. Dann habe ich separat ausgearbeitet Umgang mit Langeweile. Was ganz Wesentliches. Ja? Dass im Markt eigentlich nichts los ist. Ja? Dass der Markt von links nach rechts geht. So die Fachbegriffe dafür. Der Markt ist in einer Range. Der Markt ist in einer Box. Der Markt ist in einem Dreieck. Was gibt es noch? Leiste, Wimpel. Was gibt es noch? Flagge. Was gibt es noch? Seitwärtsphase. Was fällt Ihnen noch ein? Also alles Umschreibungen, dass der Markt nicht mit Momentum, mit Schub davonläuft, sondern dass der Markt eigentlich nur seitwärts läuft. Ja? Dass der Sägezahnmarkt. Markt gerade. Was? Sägezahnmarkt gibt es noch. Gut, was immer das ist, kenne ich jetzt nicht. Kennst du nicht? Okay, also Ja, doch, dass der. typischer Begriff eigentlich Wie dafür. heißt es? Sag es nochmal bitte, ich habe es akustisch nicht. Sägezahnmarkt. Ja, also Genau, so hin und her, ne? Sägezahn, genau. Also eigentlich, es geschieht nichts und sie gehen oben rein, der Markt kommt zurück, sie werden ausgestoppt, sie gehen um Short, dann geht der Markt hoch und irgendwie, ja, und es ist okay. Gut. Umgang mit Langeweile. Es ist nicht so, dass sie kommen, sich hinsetzen und dann muss der Markt sofort losgehen. Speziell Leute, die jetzt nur zu ganz bestimmten Zeiten handeln können, die neben ihrem Job, stellen Sie sich bitte vor, Sie kommen um 17 Uhr nach Hause und dann setzen Sie sich hin. Ja? Also was für eine Anmaßung, dass Sie glauben, dass wenn Sie jetzt per Zufall um 17 Uhr reinkommen und sich hinsetzen, dass dann der Markt losgehen muss, losrennen muss. Ja? Vielleicht war die Bewegung schon lange vorher. Ja? So, und dann machen die Leute zum Teil aus Langeweile irgendwelche Trades. Ja? Feierabendhandel, Feiertagshandel, ja, wenn jetzt, ja, wenn was weiß ich, London zu hat, wenn Amerika zu hat, oder wenn Frankfurt zu hat, aber ganz viele Bundesländer zu haben. Ja, also Frankfurt hat auf, ganz viele Bundesländer, wo kaum liquide der Markt ist. Okay, achten Sie darauf. Ja. Warum so viele Leute eben nicht schaffen, ihre Handelsstrategie, ja, wenn sie denn eine haben, die einzuhalten, liegt daran, dass Handelsstrategie führt immer zu einer Selektion, führt immer, dass sie eine Auslese, einen Filterprozess haben, wo sie sagen, okay, ich spiele nur noch diese Trades, ja, nur der, was hier reinkommt. Was links, rechts, drüber, drunter, ja, andere Baustelle. Es sind andere Bräute, da sollen sich andere Leute drum kümmern. Das ist hier mein, ja, hier, linke Begrenzung, ja, rechter Pfosten, da ist die Spur. Wenn das gegeben ist, gebe ich Gas nach Norden. Umgekehrt gebe ich nach Süden, da ist die Standspur. Und was links und rechts da an Autos vorbeifährt, an Trades, für Millionen, Milliarden, sollen die machen, das ist nicht meins. Ja, so, und aus Langeweile geht man mal kurz rüber, darüber, am Endeffekt holen sich nur blutige Nase. Und vor allem, es geht wissensmäßig nicht tiefer. So, Punkt 18. Aber Ja, wir müssen auch so ein das bisschen gibt auf die Tube drücken, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue. Wir haben jetzt es. Ja, 1,5 Stunden schon rum. Ach, wir haben jetzt schon die 1,5 Stunden Ja, um Gottes wir Willen. sind, schon deswegen. Ich dachte irgendwie, wir hätten bis 19:30 Uhr. Okay, gut, ich mache ganz schnell durch. Okay, Punkt 18, ja, und zwar speziell auf Gewinne. Ja. Wenn Sie Gewinne nach Lust und Laune mitnehmen, ja, statt nach festen Regeln, werden Sie es nicht schaffen, wirklich großen Gewinne zu machen. Dann wird das dazu führen, dass Sie vielleicht einige kleine Gewinne haben, aber immer wieder, dass diese kleinen Gewinne nicht langen, um die vielen, entweder kleinen oder großen Verluste zu kompensieren. Ja? Punkt 19 ist generell mit einem zu großen Volumen, mit einem zu großen Hebel, ja, mit zu großem Kapital, Das ist auch ein ganz einmal wichtiger im Punkt. Gut, ganz wichtig, ganz, 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 also Sie ballern sich selbst weg. Ja? Das Kapital ist im Vergleich zu dem, was Sie wissen, was Sie können, was Sie an Erfahrung haben, einfach zu hoch. Ja? So. Punkt 20, das ist leider so, dass Sie entweder zu wenig oder gar nichts in die eigene Ausbildung investieren. Ja. Überlegen Sie sich bitte, wie war das, als Sie angefangen haben? Ja. Haben Sie zuerst investiert, Sie sind in die Schule gegangen, haben gelernt, haben ein Seminar gemacht, haben eine Fortbildung gemacht, haben gelesen, haben sich Bücher geholt. Ja. So. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Disziplin, Trading braucht Disziplin. Zu Disziplin muss Konzentration dazukommen. Ja, Sie müssen sich fokussieren. Dann muss Geduld dazukommen. Geduld. Ja, es geschieht nicht in einem Monat. Sie können das, wofür andere Leute, ich habe 3, 4 Jahre lang gebraucht, ja, nicht in einem Monat erlernen.
So, aus Disziplin, Konzentration, Geduld erwächst Intuition. Ja, so, dass sie dann, sie schauen drauf und sie wissen nach einer Zeit, okay, das muss ich machen, das ist mein Markt, das ist nicht mein Markt. So, wenn sie das immer koppeln mit der Vernunft, mit der Rationalität, ja, und wenn sie das auch noch gerne machen, das, was sie machen, ja, dann wird das gelingen. Das Gelingen heißt einmal, sie haben eine Wissensklarheit. Ja, Wissensklarheit, das ist die handwerkliche Ebene. Diese Wissensklarheit führt dazu, dass ich Handelssicherheit habe. Ja, Handelssicherheit gepaart mit Wissensklarheit führt dazu, dass ich eine Könnensgewissheit habe. Also sprich, ich kann heute bereits meinen Urlaub für nächstes Jahr buchen, weil ich genau weiß, egal was im nächsten Jahr im Markt passieren wird, ja, ich werde es schaffen, mein Stück Brot rauszuziehen. Wenn der Markt es gut läuft, ja, wenn im Markt was los ist, werde ich auch mehr rausziehen können. Lernen, handeln, lernen. Gehen Sie gut vor, versuchen Sie nicht perfekt zu sein, versuchen Sie nicht den tiefsten Punkt, den höchsten Punkt, gut, zwei Drittel der Bewegung langt. Ja. Schnell. Ja. Schnell heißt nicht einen Monat, heißt aber auch nicht 30 Jahre, ja, heißt auch nicht 5 Jahre. Also begrenzen, schnell arbeiten, effektiv arbeiten und vor allem ruhig. Ruhig heißt ohne Stress. Ja. Versuchen Sie, Trading gelingt dann, wenn Sie es gut angehen, schnell angehen, ruhig angehen. Ja. So, wichtig ist, dann bin ich durch sofort, dass sie strukturiert vorgehen, dass sie nicht ad hoc aus Intuition, aus Instinkt heraus rumballern, ja, dass sie nach einer Zeit gar nicht wissen, woran liegt es. Ja, wenn sie Verluste machen und sagen, es liegt an dem, ist es wunderbar, sie können es abstellen. Wenn sie Gewinne machen und wissen, okay, an dem liegt das, an dem Setup, da können sie was machen. So. Wenn Ihnen dieses Webinar gefallen haben sollte, ja, ich habe hier auf meiner Homepage Erdal Cene, Erdal ist mein Vorname, wie die Schuhcreme, Erdal Rex, Cene mein Nachname, wenn Sie da reingehen. Ich habe hier über 50 Stunden Webinare online gestellt. Wenn Ihnen das gefallen haben sollte, wenn Sie das Gefühl haben, es hat Ihnen was gebracht, es nährt Sie, es bringt Sie weiter, vielleicht haben Sie Lust, sich da reinzuschauen. So, von meiner Seite bin ich dann fertig. Herzlichen Dank. Stefan, übernimm du bitte. Ja, danke schön, Erdal. Vielleicht noch mal Ich ganz danke auch. kurz. Ich habe noch so einen kleinen Part habe ich heute auch noch für Sie vorbereitet, weil der Punkt ist ja der und da ist ja Erdal auch sehr gut drauf eingegangen. Er hat ja gesagt, Mensch, man muss ja die Stops beachten. Ja. Wichtig ist, dass man Stops setzt überhaupt, dass man sich mit den verschiedenen Stopparten auseinandersetzt. Und ich habe zwei Dinge, die ich Ihnen ganz kurz noch auf den Weg geben will, weil worin unterscheidet sich denn nur auch WH7West von anderen Brokern, nämlich zum Beispiel darin, dass wir einen Nanotrader haben, dass wir eine Plattform haben, die Sie eben bei genau diesem Vorhaben unterstützt, sehr verantwortungsvoll mit Ihrem Geld und Ihren Positionen umzugehen und vor allen Dingen vernünftiges Riskmanagement machen zu können. Das ist das A und O. Und es gibt zwei Funktionen, die ich hier heute mal rausstellen will, die der Nanotrader hat und die Sie woanders ja, suchen müssen. Ja, die werden Sie so schnell nicht finden. Das erste ist das, was ich hier mal kurz vorbereitet habe. Sie sehen hier den Bund Future Dezember, das ist der aktuelle Kontrakt. Und der steht jetzt hier, dieser Chart, am 21.09. um 17 Uhr. Warum steht der? Weil ich Folgendes gemacht habe, wenn ich mal kurz in den Live hier einfach mal reinklicke. Ich gehe mal kurz in den Live-Chart hinein. Ja, so, das ist jetzt der Live-Chart in 60 Minuten. Dann bewegt er sich sehr wohl. Aber ich habe jetzt hier so eine kleine Bewegung sozusagen. Ja, man kann hier so reinzoomen. Stefan, Ja, ja. Stefan, warte mal. Sieht man deinen Bildschirm, weil ich jetzt nicht sehe? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Moment, Genau. Moment, Moment, Moment. Genau. Also ich sehe jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen Nee, Teilnehmer was sehen. du Ich hast sehe nur recht, meine. du hast recht, du hast recht. Ich sehe es ja auch gerade. Ich habe so ganz toll erzählt und jetzt sehe ich es auch im Chat hier, dass ich das falsch gemacht habe. Moment, Moment, Moment. So, Du musst jetzt, dich wieder glaube zum Moderator ändern ich. und Ja, dein ich habe Bildschirm. Jetzt dich. jetzt Genau. sowas. Ah, Jetzt kommt es. Genau. Entschuldigung, ja, das war jetzt natürlich Ja, nicht. kein Problem. Ist doch So, so. aber haben wir jetzt hingekriegt. So, also, jetzt nochmal. Hier, jetzt sehen Sie den Chart nochmal. Das ist jetzt ein stehender Chart. Und Sie sehen hier den Bund Future Dezember, wie gesagt. Und ich habe hier den 21.09. 17 Uhr und habe praktisch aus dem laufenden Chart, habe ich mir hier so ein Stückelchen rausgeschnitten. Ja, da können Sie jeden beliebigen Ausschnitt, wenn Sie sagen, das ist eine Bewegung, die finde ich jetzt wahnsinnig spannend, an der will ich mal trainieren.
Ja, Sie können damit nämlich trainieren. Dann gehen Sie einfach hier rechts rein und sagen, aktuellen Zoom als Playback speichern. Und dann macht er genau das, dass er eine Datei anlegt und jeden einzelnen Tick, Tick für Tick wird das abgespeichert und kann dann mittels dieses kleinen Fensters hier abgespielt werden. Sie sehen hier den Play-Button, ja, damit kann ich das starten und kann auch entsprechend 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 60 Minuten vorspulen. Und das ist so irre, weil Sie daran nämlich trainieren können. Ja, das ist im Prinzip etwas, was unglaublich wichtig ist, dass, ja, Adel, du hast es gesagt, man braucht eine Ja, Zeit, man also. muss lernen, man muss trainieren. Das ist wie, man kann ja nicht auch heute in Formel-1-Wagen steigen, ja. Die müssen auch trainieren, die Jungs, und genauso müssen sie das auch. Genau. Ja, also es ist Und ganz, das ist, ganz wichtig, ja. ja, das ist zum Beispiel etwas nachbereiten, ja, so dann einzeichnen, okay, da habe ich die Trades gemacht und dann ex post am Abend sich hinsetzen und einfach den gesamten Tag nochmal durchgehen, ja, wie hätte ich es besser machen können. Wo hätte ich, wo bin ich zu früh, wo bin ich zu spät, wo habe ich den Teil bloß nicht gemacht? Und dann so Kerze für Kerze. Ja, und das ist natürlich, heute bietet die Technik einfach fantastisch. Ja, also früher mussten das wirklich mit einem Blatt Papier, Kerze für Kerzen. Heute lassen es einfach an. Sie können das hier, zeigt das doch mal. Das kann man, man kann den gesamten Tag ganz schnell, Sie können Genau. blockieren, Sie können es zurückgehen, Sie können langsam. Ja, und das ist natürlich super, 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 super gut. Und dann, das ist Aufgabe, das ist ein Muss für jeden angehenden Händler am Tagesende, selbst wenn Sie nicht gehandelt haben. Ja, wenn Sie eben am Das Abend machen einfach wir weiß sind, weil Sie zu viel, richtig, ja. weil Sie zu viel gehandelt haben, dann aufnehmen, abspeichern am Wochenende und wenn Sie halt wieder ausgeschlafen, wenn Sie in der Mitte sind, dann wieder loslegen. Ja, hier, ich kann jetzt zum Beispiel auf Paper gehen, ja, und dann, ja, okay, der meckert jetzt hier gerade noch, okay, so, ja, kann hier auf Paper gehen und dann kann ich ihm sagen, alles klar, ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal in meine Stops gehen. Ja, hier haben wir zum Beispiel die Auswahl verschiedener Stopparten, kann alles auswählen, kann aus jedem Stop das entsprechend nehmen. Ich mache jetzt hier einfach mal ein ganz simples Stop rein, ein sogenanntes Klickstop, was jetzt 30 Ticks weg einen Stop einfach setzt und aktiviere das hier oben über den sogenannten Trade Guard. So, und jetzt lege ich halt los und starte mal dieses Playback. Also ich mache das mal ein bisschen natürlich im Zeitraffer, dass das ein bisschen schneller geht. Der Bund ist jetzt nicht gerade der schnellste Markt. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, aus welchen Gründen auch immer, ja, ohne jetzt groß zu analysieren, gehe ich jetzt hier einfach mal in den Markt hinein und ich kann, Sie sehen das, direkt im Paper Trade setzen. Ja, ich kann das also hier direkt reinmachen. Ich mache es nochmal ein bisschen langsamer. So, ja. Und dann setze ich einfach die Position hinein und Sie sehen, er führt die dann auch aus. 3 Stück habe ich jetzt gekauft. Das wird sofort hier mitgetrackt. Und jetzt im Zeitraffer wird praktisch jeder einzelne Tick hier abgespielt. Ich kann den Stopp auch noch mal ein Stück näher ransetzen, einfach durch Verschieben, ja, so wie Sie es nachher auch machen. Und das Tolle daran ist, deswegen finde ich dieses Tool auch so irre, Sie sehen jetzt den Markt in der Entstehung, weil im Nachhinein, wenn Sie den ganzen Chart sehen, da sind Sie immer schlauer, ja, da werden Sie ja im Prinzip geblendet von dem, weil Sie ja schon wissen, wie es weitergeht. Hier wissen Sie eben nicht, wie es weitergeht, sondern es wird Ihnen praktisch genau so präsentiert, so wie in der Live-Situation. Und deswegen finde ich das so unglaublich wertvoll, dass man das hier üben kann. Und hier dann auch eben entsprechend, ne? Man kann dann hier einfach mal vorgehen, ein bisschen, ja, und dann die Sachen hier entsprechend einstellen, das Stopp hinterher setzen und so weiter und so weiter, ja. Also es ist wirklich eine grandiose Geschichte. Und auch hier eben mit dem Nanotrader das Ganze umzusetzen, verschiedene Stops einzusetzen. Sie haben hier noch die Möglichkeit, auf den Stop zu klicken und daraus aus diesem Stop verschiedene Stops zu machen. Sie können zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt an einem bestimmten Tiefpunkt, der x Perioden zurückliegt, einfach mal draufklicken und dann setzt der den Stopp automatisch und sorgt dafür, dass Sie eben auch den Gewinn dann tatsächlich nachher mitnehmen. Ja, jetzt gucken Sie mal, wie weit der hier schon jetzt gelaufen ist. Das wäre jetzt schade, wenn man das jetzt aufgeben würde, ja, weil oder wieder verbrennen, weil der genau wieder in die Gegenrichtung geht, was wir ja auch schon hatten als Kardinalfehler. Ja, also das ist eben hier alles möglich mit dieser fantastischen Playback-Funktion. Die ist Teil der Version Nano Trader Full.
Das heißt also, Sie brauchen dann die Vollversion. Und da geht es, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze mit CFDs umsetzen möchte, dann hat man da die Möglichkeit, mit 29 Euro im Monat anzufangen. Ja, es ist die kostenpflichtige Version, die dieses Feature hat. Aber ich denke mal, diese 29 Euro sind auch sehr, sehr gut angelegt, weil, wie wir ja festgestellt haben, man sollte auch in die Ausbildung investieren und eben daran auch wirklich lernen und das nachbereiten, beziehungsweise Dinge einfach auch mal trainieren. Ja, das ist hier also ein super Feature und Sie sehen auch schön, wie der Stopp hier weiter läuft und einfach hinterhergeht. Na, so ein Perioden-High-Low-Stopp hat halt die wunderbare Eigenschaft, dass ich mich jetzt um gar nichts mehr kümmern muss, sondern er mich jetzt hier alleine einfach rausholt und da ist es dann auch passiert. Da ist dann meine Position eben ausgestoppt worden. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Dann, das war das, was er da jetzt meint. Ich kann halt hier wirklich bis zum bitteren Ende durchgehen. Sehe jetzt natürlich noch, dass der die weiteren Tage weiter gestiegen ist. Ja, aber das war jetzt gar nicht meine Intention, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass man ja auch am Ende des Tages dann hier im Plus landet, hoffentlich. Also Sie sehen, eine super Geschichte. Playback. Und eben dieser Trade Guard mit den verschiedenen Stoppmöglichkeiten, die ich einfügen kann aus einem großen Arsenal von Stops. Ne? Hier sieht man das nochmal sehr schön aus diesen verschiedenen. Da gibt es eben so einen Break-Even-Stop, da gibt es auch einen linearen Stop, der wie so eine Trendlinie funktioniert. Da gibt es den berühmten Parabolik-Stop, der abgeleitet ist von dem gleichnamigen Indikator. Es gibt einen Time-Stop. Also Sie sehen, es gibt alle Möglichkeiten, die man hier benutzen kann und woraus man sich dann solche Sachen bauen kann. Der Peter hat es richtig erkannt, genau das geht nur mit der Full-Version, ja, weil ich ja hier jetzt auch auf dem Future unterwegs bin und die Future kann ich ja nur auch die Vollversion nutzen. Ja, also diese Aufzeichnungsfunktion ist ausschließlich im NanoTrader Full verfügbar. Gut, wenn Sie, genau, super, besser hätte ich die Überleitung jetzt auch nicht haben können. Der Thomas fragt nämlich gerade, wie lange läuft die kostenlose Demo vom NanoTrader Free? Das ist die CFD Forex Demo, also die mit CFD und Forex Kursen versehen ist und die Free Demo läuft 14 Tage lang. Die Futures Demo ist immer auf 7 Tage begrenzt, weil Sie hier wirklich dann auch absolut alles in Echtzeit sehen. Bei uns gibt es die Demos immer mit echten Börsenkursen, mit echten Historien, mit allem drum und dran, so wie Sie es nachher in der Live-Version auch sehen. Da gibt es also keine Fake-Kurse oder so, sondern Sie können wirklich das mit echten Live-Kursen immer alles testen. Und wenn Sie daran Freude haben und das Ganze eben mal testen wollen, dann gehen Sie doch einfach auf die Homepage wehrhasshelfenwest.de und dann ist das ganz einfach. Möchten Sie den NanoTrader Free testen mit CFD und Forex, dann drücken Sie einfach hier drauf oder scrollen ganz nach unten. Da gibt es nämlich hier die Free Demo, wie gesagt, 14 Tage gültig. Und wenn Sie das Ganze mal mit der Full ausprobieren wollen, zum Beispiel mal diese Playback-Funktion testen möchten, dann gehen Sie einfach hier auf kostenlose Plattform-Demo unter Futures und Optionen, klicken da dann rauf und scrollen nach unten und bekommen hier die Demo für den NanoTrader Full. Ja? Also das ist eine ganz coole Sache. Und dann auf unserer Homepage gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein Konto zu eröffnen, völlig klar. Und da gehe ich auch mal kurz drauf, um Ihnen nämlich eine Neuigkeit anzukündigen. Sie können jetzt tatsächlich ein Konto eröffnen in 3 verschiedenen Varianten. Einmal können Sie in einem unserer Büros persönlich einen Termin anfordern und ein Konto eröffnen. Sie können die herunterladen und ganz normal per Post im Original uns unterschrieben zurücksenden, die Kontoeröffnungsunterlagen, so wie es immer war. Und ganz neu jetzt, und das ist wirklich der schnellste Weg, Sie reichen Ihre Kontoeröffnungsunterlagen online über diese sogenannte hier online, ja, genau, hier wollte ich hin. Über diese Funktion können Sie das online einreichen, einfach hochladen, inklusive Ausweiskopie und Adressnachweis und dann geht das super schnell oder Sie können es uns natürlich auch per E-Mail schicken. Ja, also coole Sache. Peter fragt noch wichtig, kann ich in der Full-Version auch CFDs handeln? Selbstverständlich. Sie haben beim CFD-Konto immer die Wahl zwischen dem NanoTrader Free als Einstiegsvariante
kostenfrei. Der kostet nichts, deswegen free. Ja, daher kommt der Name. Ist eine abgespeckte Version des NanoTraders, die kostenfrei nur für den CFD-Forex-Handel genutzt werden kann. Aber selbstverständlich können Sie auch den Full für CFD und Forex nutzen. Und die Full-Version für die US-Futures, das kommt immer so ein bisschen drauf an, weil da gerade auch nochmal nachgefragt wird, was die kostet. Kommt drauf an, welche genau Sie brauchen, welche US-Futures. Da geht es dann los mit der vollen Historie ab 79 Euro plus 20. Also sind es 99 Euro im Monat. Wo das dann losgeht, weil Sie müssen die CMI-Daten plus ein Marktsegment, ne, 15 Euro Grundgebühr plus 5 macht 20, 20 plus 79 für die historischen Daten und den NanoTrader Full, also 99 Euro im Monat geht's los für US-Futures, dafür aber eben auch Tick für Tick-Daten, ja. Das ist also eine super Geschichte. Ansonsten alles, was mit CFD zu tun hat, mit Forex zu tun hat, weil das ja auch nochmal gefragt wird, ist im NanoTrader Free kostenfrei enthalten und auch im Full für die 29 Euro. Sie müssen da keine zusätzlichen Kosten aufwenden, um die Kursdaten zu bekommen. Da ist alles mit drin. Okay, dann wichtig, hier immer unsere Übersichten, Webinare und Seminare. Wir sind morgen in Berlin unterwegs. Traden in volatilen Märkten ist das Thema. Da sind auch noch Plätze frei, einige Restplätze. Also wenn Sie noch nichts vorhaben, zufällig in Berlin sind morgen und Lust haben, ins Best Western Hotel nach Steglitz in die Albrechtstraße zu kommen, dann würde ich mich freuen, Sie morgen um 17 Uhr dort begrüßen zu können. Traden in volatilen Märkten, wichtiges Thema, weil auch hier immer wieder, was wir heute ja als Hauptthema auch hatten, festzustellen ist, dass viele Kunden viel handeln in solchen Phasen, viel zu riskant handeln. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drauf eingehen, wie das denn in solchen Marktphasen am besten geht und wie man vor allen Dingen auch wiederum sehr verantwortungsvoll und mit dem richtigen Risiko unterwegs ist. Ja, das ist also morgen das Thema in Berlin. Und dann ist natürlich der Börsentag am Samstag im Ludwig-Erhard-Haus. Das ist das Haus der Börse übrigens, ja, der Börse Berlin. Da findet der Börsentag in Berlin statt von 9 bis 17 Uhr. Können Sie auch kostenfrei dran teilnehmen und dort hinkommen und den kostenfrei besuchen. Das ist also absolut möglich. Und ansonsten gibt es natürlich jede Menge an anderen Veranstaltungen auch, die wir haben. Zum Beispiel geht das am Dienstag weiter mit den Webinaren, 8 bis 9 Uhr, 8 Uhr Range Bar Breakout Strategie mit unserem Super Trader Wim Lievens. Ja, also da freue ich mich auch sehr. Das ist macht er auch immer sehr, sehr gut. Gerade diese wunderbaren Range Bar Strategien hat er sehr gut drauf. Also am Dienstag 8 bis 9 Uhr Live-Handel sozusagen. Und dann haben wir am Dienstag Abend um 17:30 Uhr bin ich wieder mit Carsten Umland am Start zum Thema Moving and Reversal Bars, wie der Handel aus der Korrektur funktioniert. Und dann auch noch gibt es Plätze in Köln bei unserer Veranstaltung am morgen in einer Woche, am 14., 17, 15 bis 19 Uhr, auch zum Thema Trading-Fehler vermeiden, können Sie hier also sich anmelden in Köln. Okay, das soll es dann auch gewesen sein. Der Erdal ist schon weg. Nee, ach, der ist noch da. Erdal, bist du noch da? Kannst du noch? Ja, klar. Ja, du bist noch da. Bin noch Wunderbar. da. Ich hatte nur eine 2 hier gesehen bei dem Mitarbeiteranzahl und ich glaube, ich habe mich hier bei meinem anderen verabschiedet. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob du noch da bist oder nicht. Aber du bist natürlich noch da. Herzlichen Dank für dieses tolle Webinar und auch für die wunderbare Zusammenfassung der Trading-Fehler. Denn da kann man ja auch super viel falsch machen. Und insofern also ganz toll, dass wir das ja miterleben konnten sozusagen. Okay, von mir auch herzliches Dankeschön, auch an die Teilnehmer, dass sie so lange dabei waren, aufmerksam waren, konzentriert waren. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sie das eine oder andere beherzigen. Und ja, Ihnen viel Glück, viel Erfolg in den Märkten. Und Dankeschön, ich schönen kann Ihnen Abend. auch nur ans Herz legen, was er auch noch am Schluss gezeigt hat, die Webinare auf seiner Seite, ja, erdalcene.de, ne, ist das die Adresse. Genau. Die sind wirklich hervorragend. Also wenn Sie da
Interesse haben und jetzt auch gesehen haben, Mensch, hier kann ich was lernen, dann nehmen Sie das wahr, weil das ist wirklich eine tolle Geschichte, dass Sie da auf diese Webinare zugreifen können und ja mit dem Erdal sozusagen mitlernen können, weil er sagt Ihnen das wirklich von der Pike auf, wie es funktioniert. Ja, also machen Sie Gebrauch davon und würde mich auch freuen, wenn Sie noch Fragen irgendwie haben. Und ich glaube, ich habe jetzt ganz viele Fragen übersehen. Das tut mir auch ganz doll leid. Aber wenn Sie da noch Fragen haben, die Ihnen auf den Nägeln brennen sozusagen, dann scheuen Sie sich nicht. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail als Antwort-E-Mail auf die Einladung von heute. Die kommt dann direkt bei mir an und ich kümmere mich dann darum, sei es eine Frage von Erdal, dann leiten wir die entsprechend weiter. Oder ich kann sie halt selbst beantworten, weil es um Via Self-Invest und um Brokerfragen geht, dann werde ich die natürlich auch im Nachgang noch beantworten. Bitte aber jetzt um Verständnis, weil wir müssen jetzt einfach auch das Webinar beenden. Herzlichen Dank für Ihre Treue und dass Sie, wie gesagt, bis zum Schluss dabei waren. Danke, Erda, nochmal, war wie immer super und wir machen mit Sicherheit dann auch in nächster Zeit mal wieder ein weiteres Webinar. Schauen Sie einfach auf diese Übersicht, wann es wieder soweit ist und dann können Sie sich natürlich wieder kostenfrei anmelden. Schönen Abend für Sie, tolle Trades, bleiben Sie schön gesund vor allen Dingen, das ist immer ganz wichtig und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss, Ihr Stefan Fröhlich.